und herzlich willkommen zu diesem großen und ausführlichen Tutorial rund ums Filmen. Vor 4 Jahren saß ich bereits in Frankfurt und habe mir überlegt, was könnte ich denn meinen Zuschauern bieten? Und da kam ich auf die Idee, ich mache ein großes Tutorial. Das nennt sich Fotografieren lernen für Anfänger. Findet ihr auf meinem Kanal, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, um die Grundkenntnisse der Fotografie und des Filmens auch kennenzulernen. Aber heute geht es nicht um Fotografie, heute geht es um bewegte Bilder und zwar Filmen lernen für Anfänger. Ich sag mal, wer seit 10 Jahren YouTube-Videos macht oder für Instagram oder TikTok, was weiß ich, der wird vielleicht bei dem Video auch was dazu lernen können. Allerdings soll es darum gehen, ich werde euch die Grundkenntnisse erzählen, was ihr zu beachten habt, was ihr für Equipment braucht. Und am Ende schneiden wir sogar einen kleinen Film zusammen. Der wird nicht lange gehen, vielleicht eine Minute oder so, aber ich möchte euch wenigstens zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. Alle in diesem Video gezeigten Produkte findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wer dieses Tutorial aktiv unterstützen möchte, kauft gerne die Sachen über die Links in der Videobeschreibung und zusätzlich könnt ihr meinen Kanal mit diesem super Thanks da unten unterstützen. Vielen lieben Dank! Ich möchte euch das Filmen näher bringen, weil ich glaube, dass ihr damit mehr Zuschauer generieren könnt. Vielleicht erkläre ich für den einen oder anderen zu viel und ihr sagt, ach, das und das weiß ich schon, ihr könnt einfach nach vorne skippen. Und vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der schon seit 50 Jahren fotografiert oder auch seit 30 Jahren und sagt, nee, eigentlich haben mich Filme noch nie interessiert. Aber vielleicht könnt ihr ja beim nächsten Urlaub eurer Familie mal ein kleines Video zeigen, anstatt die schönen Urlaubsbilder. Und ihr werdet sehen, das kommt sehr gut an, auf einem großen Fernseher zum Beispiel. Übrigens soll euch das Equipment in diesem Video nicht davon abschrecken, Filme zu drehen. Ich bin der Überzeugung, dass ihr mit allen gängigen Smartphones aktuell 2022 schöne Videos drehen könnt. Und da spielt es keine Rolle, ob ihr eine Kamera für 10.000 Euro habt oder eben ein Smartphone für 500. Hauptsache, ihr seid dabei und ihr kreiert interessanten Content. Es ist übrigens auch völlig egal, ob ihr eine Nikon habt, eine Sony habt, eine Canon habt. Die Prinzipien sind im Grunde dieselben. Und jetzt gucken wir mal hier in meinen Kamerarucksack, was ich so alles dabei habe. Zum einen habe ich hier ein iPhone 13. Das ist nicht die Pro-Version. Damit könnt ihr auch schon sehr coole Videos drehen in 4K mit, glaube ich, bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Übrigens, je mehr Bilder ihr pro Sekunde aufnehmen könnt, desto flüssiger wirkt das Videomaterial. Das aktuelle Video zeichne ich übrigens auf in 4K mit 50 Bildern pro Sekunde. Je mehr Bilder eure Kamera pro Sekunde aufnehmen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch schöne Slow-Motion-Aufnahmen machen könnt. Manche Geräte machen das von Haus aus, zum Beispiel bei dem iPhone könnt ihr auf die Kamera gehen und sagen, unten Slow-Mo, das ist dann quasi eine Slow-Motion-Aufnahme. Da nimmt das iPhone dann, glaube ich, mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde auf oder ich glaube in Full HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Und daraus, je mehr Bilder pro Sekunde, desto schöner dann eben die Slow-Motion-Aufnahmen. Hier ist meine eierlegende Wollmilchsau. Das ist die Canon EOS R5 mit dem 50 mm, also einer Festbrennweite, mit einer 1:2er Blende. Hier kommt sehr, sehr viel Licht rein. Und das ist die Kamera, die mir im Grunde alles bietet, was ihr in meinen YouTube-Videos auch sehen könnt. Ich kann hier in 8K aufnehmen, mache ich übrigens nicht. Ich kann in 4K aufnehmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, also schöne Slow Motion und das Ganze mit Autofokus. Dazu kommen wir übrigens später noch. Das ist die Kamera, die ich für dieses Tutorial benutzen werde. Übrigens, lasst euch davon nicht abschrecken, denn ich habe angefangen mit einer Canon EOS 550D und habe wirklich so die Leidenschaft zum Film entdeckt mit der Canon EOS 5D Mark II. Die konnte aufnehmen in Full HD mit, glaube ich, maximal 30 Bildern pro Sekunde. Und da habe ich dann irgendwann so das Gefühl gehabt, das Filmen macht mir deutlich mehr Spaß als die Fotografie. Ich stelle euch hier noch ein paar Objektive vor, die ich ganz interessant finde. Übrigens, diese Objektive gibt es so ähnlich auch bei Sony, bei Nikon, bei Fuji, bei Pentax. Also lasst euch davon nicht beirren. Hier ist zum Beispiel das Canon RF 16mm 2.8. Das heißt, wir haben hier ein
Superweitwinkel. Je kleiner die Zahl ist, also ich sage jetzt einfach mal als Beispiel 10 mm, desto mehr passt auf euer Video drauf. Und je höher die Zahl ist, desto weiter seid ihr im Geschehen drin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage 200 mm, dann habt ihr ein Teleobjektiv. Dann ist der Ausschnitt vielleicht nur noch so. Und bei einem Superweitwinkel, ich sage jetzt einfach nochmal 10 mm, passt eben so viel drauf. Warum ist dieses Objektiv so interessant für mich? Es ist sehr leicht, sehr kompakt, kostet nicht viel, schneller Autofokus und ideal, wenn ihr euch zum Beispiel selber filmen möchtet. Da gibt es zum Beispiel von Sony ein 10 bis 18 mm, auch eine ideale Brennweite, um euch eben selber aufzunehmen. Aktuell filme ich übrigens mit meiner Canon EOS R6 und dem 24 bis 105 mm Blende 4 bei 24 mm. Und nein, ich bin nicht weiter zurückgegangen und nein, ich habe die Kamera auch nicht weiter zurückgestellt. Aber jetzt seht ihr, wie das Ganze ausschaut mit dem 16 mm. Übrigens filme ich gerade mit einer 5-6er Blende, dazu später mehr, und ISO 800. Und das war das Objektiv, welches ich gerade eben benutzt habe. Das hier ist das 24 bis 105 mm Blende 4. Also einem Zoom-Objektiv. Mein erstes Objektiv für dieses System war das Canon RF 35 mm. Das ist dieses Objektiv hier. Das hat zum einen den Vorteil, dass es sehr kompakt ist. Es ist sehr lichtstark mit einer 1,8er Blende. Und es ist ein Makroobjektiv. Das heißt, ich kann sehr nah an die Objekte ran und quasi die Dinger größer ausschauen lassen. Dann möchte ich euch natürlich noch ein Objektiv vorstellen. Das ist dieses hier. Das hier ist das Canon RF 70 bis 200 mm mit einer 2,8er Blende. Das heißt, wir haben hier wieder ein Zoom-Objektiv. Dieses Objektiv nutze ich ganz viel bei Hochzeiten, aber nicht nur da, sondern auch für meine YouTube-Videos. Wenn ihr manchmal in meinen Ausschnitten irgendjemanden laufen seht mit einer Kamera und ich bin weiter weg, dann wurde es sehr wahrscheinlich mit diesem Objektiv hier aufgenommen. Und nein, die Kamera habe ich immer noch nicht verrückt. Ihr seht jetzt allerdings einen anderen Bildausschnitt. Das hier ist jetzt das RF 35 mm. Das heißt, die Brennweite ist ja jetzt mehr geworden, nicht mehr 16 mm, sondern 35. Das heißt, der Bildausschnitt wird kleiner und deshalb gibt es euch das Gefühl, dass ich jetzt näher im Bild bin. Allerdings habe ich die Kamera nicht verrückt. Der Ton ist bei euren Videos die halbe Miete. Wie oft ist es mir schon passiert, dass ich leider den Ton zu hoch gepegelt habe oder ich zu niedrig gepegelt habe und deshalb habt ihr mich nicht verstanden? Passiert mir heute immer noch, wird auch den besten Leuten da draußen passieren. Man kann es immer nur versuchen, immer weiter zu reduzieren und immer ein bisschen perfekter zu arbeiten. Daher, es tut mir leid, wenn ihr das mal in meinen Videos erwähnt habt, ich arbeite immer noch an mir. Den Ton, den ihr gerade hört, der kommt übrigens aus einem kabellosen Mikrofon. Das ist oben auf der Kamera drauf. Das ist das Rode Wireless Go. Das habe ich quasi hier in meiner Tasche, habe noch ein Lav-Mic angeschlossen. Das geht hier unter meinem T-Shirt. Und dann, wenn ich hier drauf tippe, da hört ihr mich. So, ich kann jetzt quasi auch 20 Meter weiter weg sitzen und ihr hört mich immer noch so, als würde ich direkt vor der Kamera sitzen. Unterschätzt es mit dem Ton nicht, egal ob ihr mit dem Smartphone aufnehmt, einer Einsteigerkamera oder einer Kamera für 10.000 Euro. Der Ton ist bei euren Videos die halbe Miete. Daher ist es wichtig, dass ihr ein externes Mikrofon besitzt. Hier ist ein Mikrofon, das läuft ohne Batterien. Das hier ist ein Sennheiser-Mikrofon, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Das könnt ihr sogar auf einem Stativ befestigen und auch mit eurem Smartphone verbinden. Und was ihr hier oben drauf seht, das ist so ein Windsack, der hält quasi Windgeräusche so ein bisschen ab und fühlt sich ganz flauschig an, kostet um die 80 bis 100 Euro. Dann habe ich hier noch ein Stereo-Mikrofon. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Umgebungsgeräusche aufnehmen möchte, nehmen wir an, ich bin in der Natur, ich möchte die Vögel aufnehmen oder vor mir sind irgendwelche Tiere oder ich möchte einen Geburtstag aufzeichnen, dann kann ich euch dieses Mikrofon wärmstens empfehlen. Kostet etwas mehr, läuft mit Batterien oder auch Akkus, hält ungefähr 100 Stunden, wenn ihr permanent am Aufnehmen seid. Und hier hinten könnt ihr dann die kleine Klappe aufmachen und die Batterien quasi wechseln. Dieses Mikrofon kostet um die 300 bis 350 Euro, liefert allerdings exzellente Tonaufnahmen. Selbst bei eurem Smartphone, in dem Fall habe ich zum Beispiel das iPhone 13, könnt ihr
Apps runterladen, also zusätzliche Kamera-Apps. Zum Beispiel nennt sich eins Filmic Pro. Da könnt ihr alles manuell einstellen. Also die Blende, ISO, die Verschlusszeit, den Weißabgleich, darüber reden wir später nochmal. Oder sogar den Ton. Das ist ganz wichtig, denn ihr müsst den Ton so einpegeln, dass er irgendwo zwischen minus 12 und minus 6 Dezibel ist. Da habt ihr dann quasi immer den perfekten Ton. Wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo sich die Tonlage permanent ändert, ist es natürlich schwierig. Allerdings gibt es genügend Kameras heute, wo ihr sogar Kopfhörer reinstecken könnt, um den Ton eben vorher zu hören, um zu sagen, ja, das ist genau das, was ich jetzt hören möchte. Als nächstes geht es um die Speicherkarten. Wenn ihr anfangt zu filmen, werdet ihr merken, dass ganz schön viel Speicherplatz da drauf geht, also mehr als beim Fotografieren. Und ich kann euch immer dazu raten, achtet auf eine schnelle Speicherkarte, die hier zum Beispiel ist eine sehr gute, davon habe ich ein paar, oder auch von SanDisk. Ich sag mal so, das hier ist eine 128 GB Speicherkarte. Ich habe allerdings die meisten Speicherkarten in 256 GB, denn sobald ihr anfangt zum Beispiel in 4K zu filmen, werdet ihr merken, wie schnell so eine Speicherkarte vollgehen kann. Das hier ist zum Beispiel eine C-Fast Express Speicherkarte, die brauche ich bei meiner Canon EOS R5. Weil ich ansonsten nicht in 4K in Slow Motion aufnehmen kann und auch nicht in 4K mit 50 oder 60 Bildern pro Sekunde bei voller Bitrate. Dann gibt es einige Kameras, die zum Beispiel über zwei Kartenschächte verfügen, wie diese hier zum Beispiel. Und dann könntet ihr zum Beispiel sagen, auf der einen Speicherkarte nehme ich nur Fotos auf und auf der anderen Speicherkarte nur Videos, damit ihr die zu Hause schon quasi sortiert habt. Ganz interessant zum Beispiel auch bei Hochzeiten. Vor mir liegen ein paar Dinge, die ich euch zeigen möchte, denn da gibt es große Unterschiede, auch wenn man sie nicht zuerst sehen kann. Und zwar fangen wir hiermit an, mit der Auswahl des richtigen Stativs. Hier habe ich zum Beispiel ein relativ kleines, sehr leichtes Stativ. Das kann ich hier unten ausfahren. Ist aus Aluminium von Zirui. Eine sehr gute Firma, wenn es darum geht, langlebige Produkte zu bauen. Und hier oben ist normalerweise dieser Kugelkopf drauf. Den zeige ich euch mal. Das ist dieser hier. Und wenn ich den oben drauf mache, habt ihr natürlich ein super Stativ. Leicht gebaut, könnt ihr an euren Rucksack dran machen. Und dann geht's auf die Fototour oder Videotour, wie auch immer. Allerdings hat dieser Kopf hier einen großen Nachteil, denn im Grunde könnt ihr damit nicht viel machen, außer ihn 360 Grad drehen. Ihr könnt ihn auch neigen, aber ihr habt keinen Verlängerungsarm dran, womit ihr quasi bei einem Film jemanden verfolgen könnt zum Beispiel oder neigen könnt. Das hier ist ein Fotostativ, deshalb ist dieses Stativ suboptimal zum Filmen. Nichtsdestotrotz könnt ihr es natürlich benutzen zum Filmen, wenn ihr nichts anderes habt. Oder sagen wir, die Kamera soll nur immer an einer einzigen Stelle stehen und die soll nichts anderes machen, außer in diese Richtung zeigen. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Allerdings, wenn ihr vorhabt, bewegte Bilder aufzunehmen und die dann auch noch bewegen zu lassen, kann ich euch von einem Fotostativ abraten. Ich kann hier oben auch wieder den Kopf abmachen. Dann gibt es einen Monopod, der hier ist auch von Zirui, der ist aus Carbon, den kann ich auch ausfahren. Super stabil gebaut. Diesen Kugelkopf könnte ich hier oben natürlich auch verwenden. Und das ist eine feine Sache, denn wenn ihr ein Objektiv drauf habt, was vielleicht etwas mehr wiegt, zum Beispiel ein 70 bis 200 mm, oder ihr seid Tierfilmer, könnt allerdings nicht so viel mit euch rumschleppen, verzichtet deshalb vielleicht auf ein Stativ, dann ist vielleicht so ein Monopod gar nicht so eine schlechte Wahl. Hier könnt ihr dann quasi das große Teleobjektiv drauf befestigen und dann habt ihr eine kleine Stütze, wenn es in die Ferne geht. Oder wenn ihr mal am Spielfeldrand seid und ihr möchtet gerne was filmen, kann auch nie schaden. Diese Monopods gibt es allerdings auch mit Videoköpfen. Dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblings-Monopod-Stativ, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Denn hier unten habe ich erstmal einen festen Stand. Das bedeutet, man könnte sagen, das hier ist ein Stativ. Und dann habe ich noch diesen Schnellverschluss, der es mir erlaubt, aus diesem Stativ ein Monopod zu machen. Und hier oben kann ich auch den Kugelkopf verwenden von Zirui. Da könnt ihr jeden Kugelkopf drauf machen. Das Coole bei diesem Teil ist,
ich kann hier unten diesen 360-Grad-Arm, natürlich, wenn ich das jetzt so hinstelle und in der Meinung bin, dass ich jetzt noch eine Kamera drauf machen kann, das funktioniert natürlich nicht, weil ich hier wegkippe. Allerdings kann ich hier unten ganz einfach das Bein lösen und den Kugelkopf hier unten drauf machen. Es ist nach wie vor ein Kugelkopf für Fotografie, deshalb suboptimal zum Film. Allerdings erlaubt es mir, dieses kleine, sehr, sehr stabile Mini-Stativ jetzt auch einen Videokopf drauf machen zu können. Das ist so eine sehr gute Höhe, um zum Beispiel euch selber zu filmen, zum Beispiel am Schreibtisch oder aus tiefen Situationen her, wenn ihr mal sagt, ich möchte was nach oben filmen oder in der Natur, ihr seid irgendwo im Wald am Rumkriechen, kann ich euch nur empfehlen, Link natürlich in der Videobeschreibung. Das hier ist eine Halterung und zwar eigentlich für Actioncams, allerdings könnt ihr darauf locker auch eine größere Kamera drauf machen. Ich sage jetzt mal, bis so 1,5 Kilo würde ich dem Ganzen zutrauen mit Kugelgelenk. Wenn ihr zum Beispiel coolen Content produziert für zu Hause und ihr sagt, ich brauche einfach nur eine gute Halterung oder die Kamera muss irgendwo an einem Geländer befestigt werden, weil ihr zum Beispiel Maler seid und ihr möchtet erzählen, warum ihr diesen Strich so macht, dann ist das hier vielleicht eine sehr gute Möglichkeit. Zudem habt ihr hier oben die Möglichkeit, zusätzlich noch ein externes Mikrofon zu benutzen mit Mikrofonadapter und habe damit überhaupt keine Qualitätseinbußen, wenn es ums Audio geht. Das hier ist ein Gimbal. Der hier ist jetzt zum Beispiel von der Firma DJI. Darauf kann ich meine Kamera oder auch mein Smartphone packen und anderen Leuten hinterherlaufen, ohne dass ihr die ganzen Vibrationen mit drin habt, wenn ihr es denn geschafft habt, diesen Gimbal einmal richtig auszubalancieren. Am Anfang dauert das ein wenig. Es gibt viele Anleitungen hier auf YouTube oder auf Rumble, Watch Better, wo auch immer ihr das Video seht, die euch zeigen, wie man so einen Gimbal ausbalanciert. Ich glaube, der hier hält bis zu 2,5 Kilogramm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und davon gibt es natürlich auch noch deutlich größere Modelle, die dann wirklich schwere Kameras auch halten können. Und ihr könnt damit sehr leichte Schwenks machen oder jemandem hinterherlaufen, ohne dass das ganze Bildmaterial die ganze Zeit am Vibrieren ist. Kann ich euch nur empfehlen, wer vorhat, länger zu filmen. Thema Audio. Was ist das perfekte Audio? Also viele meiner Reviews nehme ich auf, zwar mit Ton, den Ton hört ihr allerdings später nicht mehr, weil ich quasi einen Voice-Overlay mache. Das bedeutet, im Nachhinein schreibe ich mir einen Text zu dem, was ich sehe und vertone das dann neu und lege die Tonspur quasi unter mein Video und die Szenen, die zu der Tonspur passen, einfach oben drauf. Und damit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn ich habe einmal ein Video zum Beispiel auf Englisch oder auf Deutsch geschnitten, dann muss ich am Ende nur noch die andere Tonspur nehmen und das Video oben drüber packen und dann kann ich das Video einfach exportieren und das mit nur einmal quasi der Arbeit. Jetzt geht es darum, wie ihr den nahezu perfekten Ton finden könnt. Und zwar haben wir jetzt nach wie vor uns die Canon EOS R5 und da führe ich euch gleich mal ins Menü. Wir schließen hier ein externes Mikrofon erstmal an. Viele Kameras verfügen heute schon über einen Anschluss für Kopfhörer, was es sehr leicht macht, das Audio vor der Aufnahme schon zu kontrollieren, wie zum Beispiel auch hier die Canon EOS R5. Das tun allerdings auch schon Kameras, die schon 8 oder 10 Jahre alt sind. Nicht alle da draußen, aber ich kann es euch nur empfehlen, kontrolliert den Ton, wenn möglich, vorher mit den Kopfhörern. Ich nehme ein externes Mikrofon, packe mir das auf diese Kamera hier drauf. Und sobald ihr ein Mikrofon nutzt, welches mit Batterien läuft, wie zum Beispiel dieses Sennheiser-Mikrofon, müsst ihr darauf achten, dass ihr es unbedingt einschaltet. Weil wenn ihr das jetzt nicht einschaltet, aber die Kamera nimmt wahr, dass hier ein Anschluss erfolgt ist, dann habt ihr am Ende keinen Ton. Und das wollt ihr ja auf jeden Fall vermeiden. Also unbedingt darauf achten, dass ihr das Mikrofon einschaltet. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich vergessen habe, das Mikrofon einzuschalten? Ist so, oh Mist, kein Ton. Jetzt nehme ich die Kopfhörer. Wenn ihr keinen Kopfhörereingang habt, nicht so schlimm. Ich zeige euch trotzdem, wie es funktioniert. Das Mikrofon ist eingeschaltet. Ich gehe in mein Filmmenü, denn das unterscheidet sich von dem Fotomenü. Und hier gibt es irgendwo einen Punkt, der nennt sich Tonaufnahme. So ähnlich heißt es auch bei Nikon,
bei Sony, bei Fuji oder was auch immer ihr da draußen benutzt. Und das hier oben drauf ist ja ein Stereo-Mikrofon. Damit zeichne ich quasi alles hier in der Umgebung auf. Ich könnte mir natürlich auch ein Richtmikrofon nehmen, wenn ich zum Beispiel ein Interview aufnehme. Oder wenn ich ihr jetzt mein kabelloses Mikrofon gebe, würde ich das pegeln. Ihr seht jetzt hier unten, das ist der Ausschlag. Das hier ist 0, das hier ist minus 12 und das hier ist minus 40 Dezibel. Und euer Ziel ist es jetzt, den Ton zwischen minus 12 und minus 6 Dezibel zu halten und damit bekommt ihr nahezu das perfekte Audio. Ich fordere Susi jetzt mal auf, was zu sagen. Rede mal. Hallo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ihr seht, das ist noch viel zu leise. Das heißt, ich passe die Stimme oder das Mikrofon ihrer Stimme an. Rede jetzt nochmal. Hallo, ich habe Hunger. Noch mehr? So, sehr gut. Ihr hört jetzt natürlich diesen Pegel hier ausschlagen, weil ich direkt hinter der Kamera stehe. Allerdings habe ich das Mikrofon jetzt genau so gepegelt, dass man ihre Stimme gut hört. Jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass wenn jetzt hier zum Beispiel ein Flugzeug vorbeifliegt oder hinter euch fährt die Feuerwehr oder es kommen andere Umgebungsgeräusche dazu, dass ihr natürlich auch den Ton anpasst. Das hier wäre jetzt das perfekte Audio für die Distanz, die sie weg ist von der Kamera, mit diesem Mikrofon hier. Wenn ich ihr jetzt ein kabelloses Mikrofon geben würde, was direkt unter ihrem Kinn hängt, dann wäre das hier natürlich deutlich zu laut. Ich nehme jetzt mal für euch auf. Rede nochmal bitte. Hi, ich bin die Susi und wir sind hier in Frankfurt. Soll ich noch mehr reden? Okay, wir sind hier gerade am Mainufer. Stopp. Wenn euch das zu viel sein sollte, dann könnt ihr natürlich auch die Tonaufnahme automatisch regeln lassen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in der Regel etwas zu laut war. Wer übrigens vorhat, mit dem Smartphone zu filmen, das werde ich euch später auch zeigen, dass ihr da jede Menge manuelle Einstellungen nutzen könnt, dem kann ich übrigens eine Smartphone-Halterung empfehlen. Das ist diese hier. Findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich habe die letzten Jahre so viele Smartphone-Halterungen gehabt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die hier war von allen die beste. Ihr könnt hier hinten an dieser Schraube drehen, das Smartphone in die Horizontale drehen und wieder in die Vertikale. Dann könnt ihr Smartphones verschiedener Größen nehmen. Ihr seht, hier würde jetzt zum Beispiel auch ein iPhone Max reinpassen oder Äquivalentes von Samsung, Huawei oder sonst irgendwas. Hier an der Seite habt ihr ein Stativgewinde. Selbes findet ihr auf der Unterseite. Und hier oben habe ich mir noch einen Blitzschuhadapter drauf gemacht, um zum Beispiel ein externes Mikrofon zu nutzen oder zum Beispiel ein Videolicht. Kommen wir als nächstes zu den Kamerasensoren. Hier ist zum Beispiel eine Canon EOS R5. Dahinter verbirgt sich ein Kleinbildsensor. Der ist etwas größer als ein APS-C-Sensor. Wer sich jetzt fragt, wo ein APS-C-Sensor drin verbaut ist, das kann zum Beispiel eine Sony Alpha 6000 sein oder eine Canon EOS R10, eine EOS 550D oder eine Nikon D5300. Das sind zum Beispiel Kameras mit APS-C-Sensoren. Kameras mit APS-C-Sensoren sind in der Regel etwas günstiger als Kameras mit einem Kleinbildsensor. Haben nicht ganz so eine gute Low-Light-Performance, vor allem nicht, wenn ganz viele Megapixel im Spiel sind. Und mit dem Crop-Faktor von 1,6 zum Beispiel bei Canon seht ihr einen verkleinerten Bildausschnitt beim Fotografieren und beim Filmen. Das könnte der eine als Vorteil sehen. Ich sehe es eher manchmal als Nachteil, weil ich ziemlich viel im Weitwinkel mache. Das heißt, wenn ich als Beispiel bei Canon hier ein 10 mm Objektiv drauf machen würde auf diesen Kleinbildsensor, habe ich auch 10 mm als Sichtfeld. Wenn ich dasselbe Objektiv auf eine Kamera mache mit einem APS-C-Sensor, habe ich von 1,6 bei Canon, sehe ich zum Beispiel einen kleineren Bildausschnitt, weil ich ein 16 mm Objektiv in dem Fall hätte. Kleinbildkameras kann man fast generell sagen, dass sie eine bessere Lowlight-Performance haben. Es kommt ein bisschen auf die Megapixel drauf an.
Je weniger Megapixel, desto besser die Lowlight-Performance und ein etwas schöneres Bokeh. Und die Brennweiten entsprechen tatsächlich auch dem, was draufsteht. Zum Beispiel ein 70 bis 200 mm ist dann ein 70 bis 200 mm. Und ihr müsst es nicht mit 1,6 mal oder 1,5 mal multiplizieren. Kommt ein bisschen auf den Kamerahersteller drauf an. Wer wissen möchte, was der Crop-Faktor macht, einfach mal bei YouTube zum Beispiel eingeben, Crop-Faktor, C-R-O-P-Faktor, und dann gibt es jede Menge Videos darüber, was der Crop-Faktor eigentlich macht. Hinter jeder Kamera, mit der wir aufzeichnen, verbirgt sich ein Bildsensor, auch zum Beispiel bei diesem iPhone hier. Da vorne ist das Objektiv dran oder auch beide Objektive, und dahinter versteckt sich ein Bildsensor. Je kleiner der Bildsensor, desto mehr rauscht das Video oder auch das Bild bei schlechten Lichtverhältnissen, und ihr habt eben nicht so eine schöne Hintergrundunschärfe wie zum Beispiel mit so einer Kamera hier. Dann kommt es ein bisschen darauf an, was ihr vorhabt. Wenn ihr sagt, Geld spielt in eurem Leben keine Rolle, kann ich immer sagen, dann holt euch lieber ein Vollformat als ein APS-C-Format oder eine APS-C-Sensorkamera. Und wenn ihr sagt, ich habe vielleicht eher ein Budget von 500 Euro bis 1000 Euro, dann könntet ihr euch vielleicht erstmal überlegen, wenn ihr gerade erst am Anfang seid, ob ihr vielleicht erstmal euer Smartphone nutzen möchtet, um damit Videos zu erstellen, um diese dann zu schneiden. Denn ich sage eins, das habe ich die letzten Jahre gemerkt, häufig kommt es eher auf den Inhalt drauf an, als auf die Kamera oder das Equipment. Um euch nochmal zu demonstrieren, wie so ein Crop-Faktor aussehen könnte, habe ich jetzt hier die Kamera aufgestellt mit dem 24 bis 105 mm. Ich mache euch einfach mal ein Foto, damit ihr es ungefähr versteht. Ich habe jetzt ein Foto gemacht bei 24 mm, und wenn ich jetzt 24 mal 1,6 rechne, komme ich ungefähr bei 38 raus. Und wenn ich jetzt hier 38 mm auswähle, diesen Bildausschnitt würdet ihr jetzt sehen, wenn ihr zum Beispiel eine Canon EOS R10 benutzt mit demselben Objektiv bei 24 mm. Im Videomodus habe ich nochmal ein anderes Format, weil ich nehme ja hier in 16 zu 9 auf, und daher ist das Bildformat nochmal ein anderes. Und wenn ich hier bei 24 mm aufnehme, wie jetzt zum Beispiel, 4er Blende, ISO 400, zoome ich mal ein bisschen vor euch rein, was ihr sehen würdet bei 38 mm, und das schaut dann so aus. Es kann nie schaden, dass ihr ein Vorwissen habt, wenn es um die Fotografie geht, Blende, ISO, Verschlusszeit. Aber grundsätzlich lässt sich beim Filmen Folgendes sagen. Es gibt auch übrigens Dutzende Tutorials darüber und Erklärungen, warum das genau so sein soll, wie ich es euch jetzt erkläre. Aber ich sage es euch einfach kurz, damit das Video nicht ganz so lang wird. Also, wenn ihr in Full HD aufnehmt, das ist die Auflösung Full HD, 1920 mal 1080 Bildpunkte. Und dann gibt es die Bildrate, das sind die Bilder pro Sekunde, die die Kamera aufnimmt, damit sich am Ende ein Film daraus ergibt. Wenn ihr jetzt ein Standbild habt, da bewegt sich ja nichts und deshalb ergibt sich daraus auch kein Film. Je mehr Bilder ihr aneinander reiht, desto eher ergibt sich daraus ein bewegtes Bild. Das ist dann schlussendlich der Film. Also nehmen wir jetzt das Beispiel Full HD mit 25, steht bei den meisten Kameras zum Beispiel dahinter, oder 30. Das ist dann die Bildrate, also die Bilder pro Sekunde. Dann gibt es zum Beispiel 50 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde, 100 Bilder pro Sekunde, 120 Bilder pro Sekunde und so weiter und so fort. Je weniger Bilder pro Sekunde, desto schwerer könnt ihr Slow Motion aufnehmen, aber desto schöner sieht es aus, zum Beispiel bei Interviews, und ihr verbraucht weniger Speicherplatz. Je mehr Bilder pro Sekunde, desto mehr Licht bräuchtet ihr auch, aufgrund der Verschlusszeit, das erzähle ich euch auch gleich warum, und desto flüssiger sieht das Videomaterial aus. Schöne Slow Motion Aufnahmen bekommt ihr ab ungefähr 100 Bildern pro Sekunde. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, denn wie ist das mit der Blende, der ISO und der Verschlusszeit beim Filmen? Grundsätzlich lässt sich Folgendes sagen: Bildrate und dann das Doppelte müsst ihr an der Verschlusszeit nehmen. Nehmen wir also an, ihr nehmt mit einer Auflösung auf 1920 mal 1080 Pixel, das ist quasi Full HD, mit 25 Bildern pro Sekunde, dann braucht ihr also welche Verschlusszeit? 25 Bilder pro Sekunde, das Doppelte ist eine 50stel Verschlusszeit.
warum gerade eine 50stel, wenn ihr nämlich mit anderen Bildraten aufnehmt, wenn ihr jetzt eine andere Verschlusszeit nehmt, zum Beispiel eine 400stel oder eine 800stel, dann wirkt das Videomaterial unnatürlich. Das ist so, als würde ein Rad an euch vorbeifahren und ihr würdet ganz schnell blinzeln. Dann seht ihr auch die einzelnen Speichen, aber so sieht ja euer menschliches Auge das gar nicht. Euer menschliches Auge sieht das nur als Fahrrad, was an euch vorbeifährt, aber ihr seht in der Regel nicht die einzelnen Speichen. Deshalb ist es wichtig, die korrekte Verschlusszeit zu nehmen. Also 25 Bilder pro Sekunde, das Doppelte, ist eine 50stel. Zum Beispiel 30 Bilder pro Sekunde, müsst ihr eine 60stel nehmen. Oder 100 Bilder pro Sekunde, müsst ihr eine 200stel Verschlusszeit nehmen. Das war die Verschlusszeit. Kommen wir jetzt zur Blende. Die Blende regelt den Lichteinfall durch euer Objektiv auf euren Kamerasensor. In der Regel lässt sich Folgendes sagen. Je kleiner die Blende, also je kleiner die Zahl, desto mehr Licht kommt durch euer Objektiv durch. Je größer die Zahl, desto weniger Licht kommt durch euer Objektiv durch. Je kleiner die Zahl ist, also größer die Blende, umgekehrt, ja, das hat man relativ schnell drauf. Ich gebe euch mal eine Referenz, 2,8 ist lichtstark, Blende 5,6 ist weniger lichtstark. Oder Blende 8 ist weniger lichtstark als Blende 5,6. Also je kleiner die Zahl, desto mehr Licht kommt durch. Je größer die Zahl, desto weniger Licht kommt durch. Kommen wir zum Kaufpreis, denn je kleiner die Zahl, also desto mehr Licht kommt durch, desto teurer sind in der Regel auch die Objektive. Je weniger Licht durch ein Objektiv durchkommt, desto günstiger sind die Objektive. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Interview führen möchtet und ihr sagt, den Vordergrund hätte ich gerne scharf und den Hintergrund unscharf, dann müsst ihr euch ein Objektiv zulegen mit einer Offenblende, also mit einer Kleinzahl, zum Beispiel Blende 1,8 oder Blende 2,8 oder 1,2 zum Beispiel. Jetzt haben wir schon zwei Komponenten im Grunde besprochen. Nehmen wir an, ihr nehmt das Video auf in Full HD mit 50 Bildern pro Sekunde, dann braucht ihr welche Verschlusszeit? Eine Hundertstel, nämlich das Doppelte. Jetzt seid ihr zum Beispiel draußen und interviewt jemanden und ihr möchtet, dass der Hintergrund unscharf ist. Das bedeutet, ihr braucht ein Objektiv, wo viel Licht durchkommt. Nehmen wir zum Beispiel an, ihr habt einen 50mm mit einer 1,2er Blende. Dann macht ihr die Blende auf, zum Beispiel auf 1,2. Übrigens schließen könnt ihr sie immer. Ihr könnt auch eine 1,8er Blende nehmen, aber ihr könnt jetzt keine 1,0er Blende nehmen, weil die maximale Blende bei dem Objektiv zum Beispiel 1,2 ist. Nehmen wir an, ihr seid draußen, möchtet eine 1,8er Blende benutzen. Dann ist das Einzige, was ihr noch einstellen müsst, die ISO. Und die hängt davon ab, wie viel Licht eben gerade zur Verfügung steht. Ich bin jetzt hier zum Beispiel draußen. Es ist ultra hell. Ich bin zwar im Schatten, damit es nicht ganz so heiß ist, aber ich habe jetzt hier trotzdem eine ISO von 640. Warum? Weil ich auf meinem Objektiv einen ND-Filter habe. Dazu komme ich übrigens gleich noch, was der ND-Filter macht. So, damit ihr das nochmal versteht, ich fasse es nochmal zusammen. Auflösung hat nichts mit der Bildrate zu tun. Es gibt 4K, es gibt 8K, es gibt 6K, es gibt Full HD, es gibt HD. Das ist die Auflösung. 4K ist größer von der Auflösung her als Full HD. Je höher die Auflösung, desto mehr Speicherplatz braucht ihr. Und desto schneller muss natürlich auch eure Speicherkarte sein. Viele Smartphones können auch schon in 4K aufnehmen ohne Probleme. Die haben natürlich einen internen Speicher. Das ist ein Flash-Speicher, der schreibt sowieso schnell. Die Bildrate ist was anderes wie die Auflösung. Die Bildrate sagt immer nur, aus wie vielen Einzelbildern der Film besteht. Zum Beispiel 30 Bilder pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde oder auch 60 Bilder pro Sekunde. Je mehr Bilder pro Sekunde, desto flüssiger das Videomaterial. Je weniger Bilder pro Sekunde, desto unflüssiger das Videomaterial. Aber es wirkt jetzt nicht so wie Einzelbilder, sondern 24 Bilder pro Sekunde würde sich zum Beispiel hervorragend eignen für Interviews. 60 Bilder pro Sekunde würde sich hervorragend eignen für zum Beispiel Sportaufnahmen. Aber desto mehr Speicherplatz verbraucht ihr natürlich auch. Dann nochmal zur Verschlusszeit. Ihr nehmt die Bildrate, zum Beispiel 25 Bilder pro Sekunde. Dann braucht ihr das Doppelte an der Verschlusszeit, also eine 50stel.
Ihr nehmt mit 50 Bildern pro Sekunde auf, dann muss eure Verschlusszeit bei einer Hundertstel liegen. Das heißt, die Verschlusszeit ist schon mal fest. Dann hat hier gerade unser Baby gepupst. Als nächstes müsst ihr euch um die Blende kümmern. Wollt ihr einen unscharfen Hintergrund oder Vordergrund haben, dann braucht ihr ein Objektiv mit einer Offenblende oder mit einer schnellen Blende. Und das Letzte, worüber ihr euch noch Gedanken machen müsst, ist dann die ISO. Habt ihr viel Licht, nehmt ihr wenig ISO, denn die ISO kompensiert fehlendes Licht. Habt ihr ganz wenig Licht zur Verfügung, müsst ihr die ISO nach oben pushen. Problem ist allerdings, je mehr ISO ihr benutzt, desto körniger wird das Videomaterial. Und das ist übrigens nichts anderes wie zum Beispiel beim Fotografieren auch. Je mehr ISO ihr benutzt, desto mehr Körnung habt ihr auf eurem Foto. Vor mir habe ich jetzt das iPhone 13 und das ist nicht die Pro-Version. Hier in der Filmic-App, ich möchte euch das einfach mal demonstrieren. Hier ist das Weitwinkel, hier ist das normale Objektiv. Und wenn ich jetzt hier unten auf die Einstellungen drauf tippe, kann ich zum Beispiel die Auflösung festlegen, das Bildformat, zum Beispiel 4:3, 2:39, 16:9 wäre in der Regel das normale Filmformat. Hier ist die Auflösung. Jetzt kann ich zum Beispiel in 540p aufnehmen. Full HD ist immer das Minimum, was ich nehmen würde. 2K, 3K oder auch 4K. Und jetzt kann ich die Bitrate anpassen. Je mehr Bit, desto mehr Bildinformationen werden quasi gespeichert und ihr habt in der Bearbeitungsmöglichkeit eben mehr Möglichkeiten, um das mal einfach zu sagen. Ja, es gibt natürlich, dahinter steckt natürlich noch viel mehr. Allerdings gibt es genügend Videos da draußen, die euch das auch noch erklären können. Dann kommen wir zur Bildrate. Also das sind die Bilder pro Sekunde. Und ihr seht jetzt, 120 und 240 sind ausgegraut. Das heißt, dass es uns nicht möglich ist, in 4K mit 120 oder 240 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. Allerdings kann das iPhone in 4K mit 60, 50, 48, 30, 25 und 24 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Ich nehme euch mal einen Clip auf mit 25 Bildern pro Sekunde und regle euch den Weißabgleich noch, dass das Ganze hier nicht so kühl aussieht. Und nehme einfach mal auf. So, das hier ist jetzt quasi gefilmt mit dem iPhone in 4K, 25 Bildern pro Sekunde. Und jetzt nehmen wir noch einen Clip auf mit 50 Bildern pro Sekunde. iPhone 13, 4K, 50 Bildern pro Sekunde. Das seht ihr hier unten auch angezeigt. Und ihr seht schon, das sieht deutlich flüssiger aus, kostet natürlich auch mehr Speicherplatz. Wenn ich zum Beispiel die Auflösung ändere in Full HD, dann auf Bildrate gehe, kann ich mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Und ihr seht, das sieht jetzt schon sehr, sehr flüssig aus. Und wie ich euch eben schon gesagt habe, je mehr Bilder pro Sekunde, desto eher habt ihr die Möglichkeit, in Slow Motion aufzunehmen. Also 240 Bilder gibt euch eine schöne Slow Motion Aufnahme, also Zeitlupe auf Deutsch. Und hier an der Seite könnt ihr sogar auch das Audio manuell pegeln. Und ich habe euch ja gesagt, das perfekte Audio kriegt ihr ungefähr zwischen minus 6 und minus 12 Dezibel. Jedes Mal, wenn ich euch mein Smartphone einblende, möchte ich nicht damit sagen, oh, ihr müsst unbedingt ein iPhone haben, auch wenn ich es ziemlich cool finde. Allerdings, alle gängigen Smartphones, die aktuell 2022 auf dem Markt sind, können das in der Regel auch. Und ihr könnt damit auch schon sehr coole Videoaufnahmen machen. Und deshalb, was ich euch damit schlussendlich sagen möchte, ihr braucht keine Kamera für 5000 Euro, um schöne Videos aufzunehmen. Ganz wichtiges Thema ist der Weißabgleich. Ich weiß, der ein oder andere mag mir jetzt da draußen kommen, ja, du kannst doch in RAW Video aufnehmen oder im Nachhinein noch irgendwelche Plugins nutzen oder ein Preset drüber legen. Leute, ihr müsst davon ausgehen, dass jemand ein Video dreht mit seinem Smartphone und das am Ende einfach nur zusammenschneiden möchte. Und ich möchte euch heute einfach demonstrieren, dass es bei Video enorm wichtig ist, vorher auf den Weißabgleich zu achten. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel in RAW fotografiert, könnt ihr im Nachhinein immer noch den Weißabgleich ändern.
Bei Video ist das nicht ganz so leicht. Wir haben jetzt das Jahr 2022. Wenn ihr in 10 Jahren euch das Video anschaut, dann denkt ihr, ja okay, das ist doch eine Funktion in meinem Smartphone. Bis dahin wird das alles Standard sein, ist es aktuell noch nicht. Und deshalb legt darauf Wert, dass ihr den Weißabgleich vorher festlegt. Vor mir ist die Susi und die ist jetzt viel zu überbelichtet. Allerdings muss ich euch dazu eins sagen. Wir nehmen ja gerade in 4K auf mit 50 Bildern pro Sekunde. Und daher muss die Verschlusszeit bei einer Hundertstel liegen, also das Doppelte der Bildrate. Ich möchte jetzt mit einer 2,8er Blende filmen und die ISO ist im Grunde fast schon so niedrig, wie es auch nur möglich ist. Und ihr seht jetzt, das Videomaterial ist überbelichtet. Was könnte ich dagegen tun? Also zuallererst einmal einen ND-Filter zur Hand nehmen und ich zeige euch das jetzt einfach mal, was passiert. Ihr seht, das Ganze wirkt schon deutlich dunkler und ich müsste jetzt gleich mit der ISO nach oben gehen. Die ND-Filter gibt es ja in unterschiedlicher Stärke. Das hier ist jetzt ein etwas schwächerer. Den halte ich mal davor, einfach um zu sehen, wie das aussieht. Und das schaut schon deutlich besser aus. Das heißt, ich muss mit der ISO nicht ganz so weit nach oben gehen. Ich schraube den quasi vorne einfach auf meinen UV-Filter mit drauf. Und ihr seht, das Videomaterial ist jetzt fast korrekt belichtet. Ich würde vielleicht ein bisschen weiter mit der ISO nach oben gehen. So gefällt mir das ganz gut. Ich aktiviere das Face Tracking. Das funktioniert bei solchen Kameras. Ich meine, es gibt ja auch andere Kameras, die haben kein Face Tracking. Da nehmt ihr einfach den Autofokus oder fokussiert eben manuell. Jetzt kommen wir zum Thema Weißabgleich, wo ich eigentlich hin wollte. Das heißt, ich tippe auf das Q und in der Regel ist das hier aktiviert. AWB, automatischer Weißabgleich. Wenn ich jetzt die Presets nutze, die hier vorgefertigt sind. Das hier wäre zum Beispiel Tageslicht, das hier ist der Schatten, das ist Bewölkung, Kunstlicht, ihr seht, das wird dann ganz blau, Leuchtstoff, Blitz, das ist dann, wirkt dann sehr gelblich. Oder ich stelle mir das Ganze dann einfach manuell ein. Ich mache das meistens manuell. Ich filme jetzt einfach mal hier, das ist jetzt 10.000 Kelvin. Einfach nur mal, dass ihr eine Referenz habt. Das wirkt jetzt sehr, sehr herbstlich. Und sehr, sehr orange. Also das ist jetzt nicht so mein Favorit. Mein Ziel ist es ja immer, dahin zu kommen, dass es mit dem Weißabgleich, dass wir dastehen, wie wir es als menschliches Auge quasi wahrnehmen. Und ich würde jetzt fast sagen, dass 5900 Kelvin so der Wert ist, womit ich mich zufrieden geben würde. Ihr seht, das ist jetzt nicht zu warm, nicht zu kühl. Und wer sich immer noch fragt, was der Weißabgleich macht, das ist die Wärme oder die Kälte von eurem Foto oder auch Video. Ich zeige euch mal die niedrigste Stufe bei dieser Kamera. Das wären meiner Meinung nach 2500 Kelvin. Und ihr seht, mit 2500 Kelvin sieht das Ganze sehr, sehr kühl aus. Und natürlich überhaupt nicht so, wie ich es gerade sehe. Aber es ist wichtig, dass ihr den Weißabgleich vorher einstellt. Nicht, dass ihr so einen Weißabgleich auf eurem Videomaterial habt und das später nicht mehr ändern könnt. Und wer darauf überhaupt keinen Bock hat, sage ich, okay, bevor ihr einen falschen Weißabgleich nutzt, lasst ihn lieber auf Automatik. Und auf automatisch sieht das Ganze dann so aus. Eine Sache, wenn ihr mit eurem Smartphone aufzeichnet, und zwar folgendes. Bei dem iPhone zum Beispiel seht ihr jetzt, wir nehmen in HD auf mit 30 Bildern in der Sekunde. Als HD wird Full HD bezeichnet mit 30 Bildern pro Sekunde. Wenn ich hier einmal drauf tippe, seht ihr, jetzt können wir in 4K aufnehmen. Wenn ich nochmal drauf tippe, verändere ich die Bildrate. Einmal 24 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde oder 60 Bilder pro Sekunde. Wenn ihr euch am Ende noch nicht sicher sein solltet, was ihr mit dem Videomaterial macht, damit meine ich, ob ihr es am Ende vielleicht nur für TikTok oder Instagram nutzen möchtet, vielleicht nur für eine Story, also im vertikalen Format, oder ob ihr nicht am Ende vielleicht doch vorhabt, ein horizontales Footage aufzunehmen, rate ich euch immer, nehmt die höchste Auflösung, weil ihr am Ende noch reinkroppen könnt. Auch wenn ich Kroppen nicht mag, wenn ihr euch jedoch noch nicht sicher seid, was ihr am Ende damit vorhabt, besser in der höchsten Auflösung
Und wenn ihr sowieso nur vorhabt, für Instagram und TikTok aufzunehmen oder für YouTube Shorts zum Beispiel, nehmt sowieso vertikal auf. Da kann ich euch auch zu der höchsten Auflösung raten, weil ihr eben auch die Möglichkeit habt, manchmal einfach nur so einen Bildausschnitt zu zeigen, ohne dass die Videoqualität dadurch enorm viel schlechter wird. Und wenn ihr sagt, nee, ich nehme nur Landschaften auf und meistens auch nur horizontal, dann nehmt es auch in der höchsten Auflösung auf. Zu Hause könnt ihr es ja immer noch in Full HD exportieren. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir filmen jetzt zum Beispiel mal einen kleinen Clip hier in 4K und ihr seht, was ihr schon mit eurem iPhone für schönes Videomaterial sammeln könnt. Je neuer das iPhone, desto schöner sieht es aus, muss ich sagen. Das hier sind jetzt zum Beispiel 60 Bilder in der Sekunde und zum Beispiel für TikTok, Instagram, YouTube Shorts in 4K, vertikal, sieht wirklich gut aus und ihr seht, was ihr für smooth Shots hinbekommt mit so einem Videostativ. Und ihr seht, selbst mit einem modernen Smartphone könnt ihr einfach super professionellen Content mittlerweile produzieren. Aber wie gesagt, ich empfehle euch immer noch ein externes Mikrofon dafür zu nutzen. Bei eurem iPhone habt ihr, also das haben auch andere Smartphone-Hersteller, einen Kinomodus. Den gab es, glaube ich, mit der 13er Version. Und zwar habt ihr dann oben ein Symbol, das ist F, das ist die Blende. Wenn ich da jetzt drauf tippe, kann ich manuell die Blende einstellen. Das hier wäre jetzt eine 2.0er Blende. Das heißt, der Fokus ist jetzt auf ihrem Gesicht und der Hintergrund würde etwas mehr unscharf werden. Komm mal ein bisschen näher ans Smartphone, bitte. Das Ganze sieht allerdings an den Rändern sehr künstlich aus und je weiter ich die Blende schließe, desto mehr Fokus habe ich quasi. Ihr seht, der Hintergrund ist jetzt genauso scharf wie der Vordergrund. 14, das ist jetzt die Blende. Ihr seht, hier ist jetzt nicht so viel Hintergrundunschärfe, weil wir die Blende eben weiter zugemacht haben. Das gleiche nehme ich jetzt noch für euch auf mit einer Offenblende. Und so schaut das Ganze dann aus mit einer 2.0er Blende. Ihr seht, der Hintergrund wurde deutlich weicher und sie im Vordergrund ist nach wie vor scharf. Allerdings beim Smartphone wirkt das Ganze, wie gesagt, nicht ganz so schön beim Übergang, weil das kommt sehr, na, wie soll ich sagen, sehr plötzlich und wirkt an den Rändern etwas künstlich. Wir befinden uns in Frankfurt am Mainufer und ich möchte euch jetzt einfach mal demonstrieren anhand dieses Beispiels, wie ihr hierfür korrekt belichten könnt. Wir haben vor uns aufgebaut die Canon EOS R5 mit dem 24 bis 105 mm. Obendrauf das externe Mikrofon, ein Stereo-Mikrofon, das Sennheiser MKE 440. Und wie ich euch eben schon gesagt habe, achtet unbedingt darauf, dass das Mikrofon an ist, bevor ihr loslegt. Ansonsten habt ihr nämlich gar keinen Ton, insofern das Mikrofon schon in die Kamera reingestöpselt wurde. Ich gebe jetzt Susi die Aufgabe, diese Szene hier korrekt zu belichten. Ihr seht jetzt hier über diese Kamera, es ist deutlich überbelichtet. Und Folgendes können wir jetzt machen. Zuallererst schalten wir uns den Augenautofokus aus, weil jetzt filmen wir hier jetzt kein Interview zum Beispiel, wo Personen drauf sind, sondern wollen einfach nur die Szene hier festhalten. Deshalb würde ich grundsätzlich sagen, wir nehmen eher ein breites Fokusfeld, zum Beispiel das hier oder das hier, das würde auch lang. Das heißt jetzt sehr breit, das heißt, es wäre jetzt hier alles im Fokus oder die Kamera versucht es zumindest. Wir nehmen in 4K auf mit 50 Bildern pro Sekunde. Das heißt, die Verschlusszeit ist auch schon fix. Die liegt bei einer Hundertstel. Daran ändern wir nichts. Jetzt möchten wir eine Aufnahme machen hier von der Landschaft. Ihr seht, es ist sehr viel Licht vorhanden. Und da wir keinen unscharfen Hintergrund wollen, schließen wir die Blende. Die maximale Blende hier ist Blende 4. Blende 22 wird natürlich komplett unterbelichtet. Wir entscheiden uns also für ungefähr eine Blende 8. Ihr könnt euch merken, wenn die Sonne lacht, nimmt Blende 8. Ihr seht, damit haben wir schon mal einiges an Licht reduziert. Und für meinen Geschmack ist es noch ein Ticken zu hell. Allerdings entscheide ich mich jetzt für ein bisschen mehr ISO. Wir nehmen jetzt mal eine ISO von 160 und schließen die Blende noch auf zum Beispiel Blende 10 oder 11. Nimm mal Blende 10. Schauen wir mal, wie das ausschaut.
Und so sehe ich das jetzt auch mit meinem menschlichen Auge. Und die Szene können wir uns jetzt filmen. Wir filmen einfach mal von oben nach unten. Das heißt, den Schwenk, den sperren wir uns und öffnen uns quasi nur die Neigung. Und jetzt gehen wir mal ganz langsam von oben nach unten, tippen auf Rekord und bewegen die Kamera ganz langsam nach unten. Auf was ihr auch noch zu achten habt, ist natürlich das Audio, wie ich es euch eben schon gesagt habe. Das sind jetzt die Kopfhörer, die brauchen wir nicht. Jetzt geht es nur um die Tonaufnahme, die setzen wir auf manuell. Und da es hier schon relativ laut ist, gehen wir mit dem Pegel etwas nach unten. Ich zeige euch mal gerade die Szene. Wir stehen jetzt hier. Hier sind relativ wenig Leute. Deshalb, wir machen jetzt hier einen leichten Schwenk mit dem Stativ. Das ist nach wie vor dieselbe Kamera, die Canon EOS R5 mit dem 24-105mm. Da oben befindet sich das externe Mikrofon. Und das hier wäre jetzt der Bildausschnitt. Wir ändern jetzt allerdings das Fokusfeld von ganz breit in ein Viereck oder eher in ein Quadrat, genau. Der Weißabgleich, den würde ich nach wie vor so lassen. Das stimmt hier so, genauso wie die Szene eben auch. Und jetzt können wir mal gucken, ist es leicht überbelichtet oder leicht unterbelichtet? Ich würde sagen, ein Ticken zu weit überbelichtet. Wir versuchen es mal mit einer Blende 11. An der Verschlusszeit müssen wir natürlich nichts ändern, weil wir nach wie vor in 4K mit 50 Bildern aufnehmen pro Sekunde. Das heißt, die Verschlusszeit muss bei einer Hundertstel liegen. Blende 11 für die Szene hier, weil wir haben Gebäude, wir haben Bäume, wir wollen, dass quasi alles seine Schärfe hat. Wir brauchen keine Hintergrundunschärfe für diese Szene. Und das heißt, das Einzige, was wir noch regeln müssten, wäre die ISO und die liegt bei 160 ganz richtig. Sperren wir die Neigung, das haben wir schon gemacht. Und jetzt schwenken wir, das heißt, wir öffnen uns diesen unteren Hebel. Und ihr seht, wie sich das Stativ schon bewegt. Und jetzt schwenken wir einmal von links nach rechts. Je häufiger ihr das übt, desto flüssiger sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dreht die Szene einfach zweimal. Denn es ist wichtiger, je mehr Videomaterial ihr habt, desto besser am Ende. Löschen könnt ihr immer noch. Je häufiger ihr das übt, desto flüssiger sieht das Ganze dann aus. Noch ein kurzes Beispiel, weil wir hier gerade stehen. Verschlusszeit müsst ihr natürlich nicht verändern. Jetzt haben wir vor uns die EZB. Ich drehe hier mal die ISO etwas nach unten, dass ihr die auch durch meine Kamera seht. Und die holen wir uns jetzt ein bisschen mehr ins Bild rein, indem wir reinzoomen. Das haben wir schon bereits gemacht. Und für meine Verhältnisse ist die EZB jetzt noch ein Ticken überbelichtet. Deshalb gehen wir mit der ISO etwas nach unten. Der Weißabgleich, der stimmt übrigens noch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Abenddämmerung hätten, würde ich einen anderen Weißabgleich nehmen als den aktuellen. Blende 11 ist alles scharf. Und jetzt sperren wir uns allerdings den Schwenk und öffnen uns quasi wieder die Neigung, dass wir einen Schwenk von oben nach unten machen können oder auch umgekehrt und nehmen mal auf. Und so schaut das Ganze dann aus. Es ist nachts und ich möchte euch jetzt zeigen, worauf es ankommt, wenn ihr nachts Videos dreht. Gerade wird gefilmt mit der Canon EOS R6, dem 50mm, bei einer 1,2er Blende. Und ich glaube, was ist es, ISO 4000? Ja. Und wir haben hier Licht. So, wenn ich jetzt draußen wäre, zum Beispiel auf einem Feld, wo überhaupt kein Licht wäre, um irgendwelche Tiere zu filmen, könnt ihr euch vorstellen, braucht ihr eine deutlich höhere ISO als nur 4000. Und die meisten Teleobjektive haben eben nicht so eine starke Blende, wie zum Beispiel jetzt das 50mm. Und das heißt, ihr müsstet die ISO noch weiter nach oben pushen. Das zum einen. Je höher die ISO, desto höher natürlich der Qualitätsverlust, weil das Bild anfängt zu rauschen. Das Erste, was ihr machen solltet, wenn ihr abends filmt, hier ist ein relativ helles Licht, das ist jetzt so weiß, wirklich kaltweiß, sowas in die Richtung. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Straßenlaternen habt, die sind ja häufig orange. Stellt euch den Weißabgleich auf manuell und guckt, wie
welcher Kelvinwert am ehesten an das rankommt, was euer menschliches Auge sieht. Bei dem 50 mm 1.2 habe ich nachts keine Probleme zu filmen, weil eben genügend Licht reinkommt. Wir schwenken jetzt gleich rüber zur Canon EOS R5 und auf der Canon EOS R5 befindet sich das 24 bis 105 mm, also ein Zoom-Objektiv mit einer fixen Blende. Hier haben wir eine 4er Blende und je weiter offen eure Blende sein kann oder je schneller eure Blende ist, je nachdem wie ihr es ausdrücken möchtet, desto besser bei Dunkelheit. 2.8 würde ich mal sagen, reicht schon in der Regel aus. Jetzt haben wir hier eine 4er Blende und ich werde euch jetzt gleich demonstrieren, was ihr hier für ISO-Werte braucht, nur damit ihr die Umgebung wahrnehmen könnt. Also gehen wir rüber. Da ich dieses Video in 4K 50 für euch drehe, sind wir nach wie vor bei einer 100stel Verschlusszeit, einer 4er Blende. Und um diese Umgebung richtig wahrzunehmen, bräuchte ich ungefähr eine ISO von 16.000. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich eine schnellere Verschluss- oder eine längere Verschlusszeit nehme. Bei einer 50stel sieht es noch relativ normal aus, die Bewegung. Das Auto ist jetzt vorbeigefahren und ich habe das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen in Stottern gekommen. Allerdings kann ich jetzt auch bis zu einer 1/8 Sekunde belichten. Problem ist, das werde ich euch gleich zeigen, jetzt können wir natürlich mit der ISO weiter nach unten gehen, sonst wäre es überbelichtet. So sieht mein menschliches Auge das ungefähr und jetzt passt mal auf, was passiert. Vielleicht fährt gleich mal ein Auto vorbei oder schwenkt mal die Kamera. Seht ihr das? Jetzt belichten wir quasi zu lange und das ganze Bild fängt an zu ruckeln. Ich stelle mich mal vor die Kamera, dass ihr das sehen könnt. Wir haben von dem Autofokus in den manuellen Fokus umgeswitcht. Das seht ihr auch oben links unter dem Kamerasymbol. Da steht jetzt MF wie manueller Fokus. Nach wie vor 4K 50 mit einer 100stel und jetzt eine 1/8er Blende. Und die ISO liegt jetzt nur noch bei 10.000. Und ich habe natürlich hier zwei Kameras, die auch bei Nacht ein sehr gutes Tracking erlauben. Das bedeutet, die zum Beispiel die Gesichtsverfolgung und der Autofokus, die funktionieren trotzdem noch sehr gut, trotz der Dunkelheit. Allerdings, wenn ihr zum Beispiel eine alte Spiegelreflexkamera habt, die aber schon filmen kann. Ich habe früher viele Videos gedreht mit der Canon EOS 5D Mark II. Da war der Autofokus bei Nacht noch bei Weitem nicht so gut wie zum Beispiel hier bei der Canon EOS R5. Dann kann ich euch empfehlen, legt vorher den Fokus fest zu eurem Objekt und bleibt einfach im manuellen Fokus, als kleiner Tipp. Und ihr seht jetzt, wir haben die 1.8er Blende und jetzt dreh mal vorne an dem Fokusring. Wir sind im manuellen Fokus und ihr seht, was für ein schönes Bokeh ihr bekommt. Was sich wahrscheinlich schon einige da draußen gefragt haben, wie das möglich ist. Dafür braucht ihr ein Objektiv mit einer schnellen Blende. Ich weiß, jeder, der jetzt weiß, was die Blende macht, der lacht sich jetzt in Hemd und denkt, ja okay, ich weiß es doch sowieso. Aber es gibt genügend Menschen da draußen, die mich täglich unter meinen YouTube-Videos fragen, wie bekommen sie diese schöne Hintergrundunschärfe. Ich habe jetzt den Fokus nach wie vor auf manuell gestellt und die Susi geht jetzt gerade ein Stück zurück und jetzt sage ich ihr, dass sie nach vorne kommen soll. Dann seht ihr, was passiert. Komm mal nach vorne. Und der Fokus rückt jetzt immer näher. Ich habe den auf knapp 50 cm gestellt. Noch ein Stückchen nach vorne und jetzt ist das Bild ein Stückchen nach hinten, Ministück. Ja. So, jetzt ist das Bild wieder scharf und ihr seht die schöne Hintergrundunschärfe. Jetzt fragen sich natürlich einige, okay, jetzt habe ich Licht von der Seite und von hinten, aber nicht mehr von vorne. Jetzt sehe ich ihr Gesicht nicht mehr. Wie bekomme ich das hin? Das bekommt ihr mit einem Videolicht hin. Ich habe es euch eben ja schon versprochen, ich wollte euch noch zeigen, wie ihr eine richtig krasse Hintergrundunschärfe bekommt, also ein schönes Bokeh. Und das funktioniert natürlich am besten, je größer der Sensor ist und je schneller die Blende von eurem Objektiv ist. Hier habe ich jetzt das 50 mm nochmal drauf, 1/2er Blende, das ist das Maximum, was geht. Ihr müsst dafür natürlich die ISO nicht ganz so hoch pushen, einfach aus der Tatsache, weil schon eben genügend Licht durch das Objektiv auf den Sensor trifft. Und die Susi kommt jetzt mal hinter den Monitor, einfach damit ich euch das nochmal demonstrieren kann. 4K mit 50 Bildern pro Sekunde, das heißt, die Verschlusszeit ist bei einer 100stel ISO 2500 nur, weil wir eine 1/2er Blende haben und dadurch eben schon genügend Licht durch das Objektiv auf unseren Kamerasensor trifft. Und jetzt schalte ich mal in den manuellen Fokus und drehe mal vorne
am Fokusring. Und dann seht ihr schon, bekommt ihr die wunderschöne Hintergrundunschärfe. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel vor der Kamera jemanden stehen hättet, eine Demonstration habe ich nämlich noch. Ihr seht jetzt, die Susi steht jetzt vor der Kamera. Ich habe nach wie vor dieselben Einstellungen, aber ihr seht ihr Gesicht nicht. Wir haben quasi genügend Licht im Hintergrund. Und um sie jetzt korrekt zu beleuchten, bräuchten wir quasi ein Videolicht. Oder wir würden jetzt 5 Meter zurückgehen und das Licht von den Laternen links noch mitnutzen. Einen kleinen Tipp habe ich noch für euch. Ich habe jetzt hier die Susi vor mir stehen, 1,2er Blende, ISO 5000. Und wenn ihr kein Videolicht dabei habt und es ist Not am Mann und ihr müsst unbedingt das Objekt vor euch irgendwie noch mit aufs Bild bekommen, nutzt doch einfach euer Handylicht, haltet es hin und dann seht ihr, der Vordergrund als auch der Hintergrund sind beide korrekt belichtet. Bei Tageslicht kommen wir mit den Einstellungen an unsere Grenzen. Nicht wie zum Beispiel in der Fotografie, weil da können wir einfach eine andere Verschlusszeit nehmen. Aber wenn ihr bewegte Bilder aufnehmt, zum Beispiel in Full HD mit 25 Bildern pro Sekunde, dann ist ja eure Verschlusszeit bei einer 50stel, wenn ihr eine natürliche Bewegung wollt. Was wollt ihr jetzt machen oder was müsst ihr jetzt machen, wenn ihr zum Beispiel ein Objektiv habt mit einer sehr weiten Blende, zum Beispiel hier einem 35 mm mit einer 1,8er Blende oder hier das 50 mm mit einer 1,2er Blende. Das bedeutet, wir haben eine sehr schnelle Blende und wir wollen ja den Hintergrund unscharf haben. Das ist ja der Sinn und Zweck solcher Festbrennweiten, dass wir eine schöne Hintergrundunschärfe haben. Aber nehmen wir an, ihr habt jetzt die ISO bei 100 und ihr wollt jetzt in Full HD 25 aufnehmen, das habe ich gesagt. Das heißt, eure Verschlusszeit ist bei einer 50stel. Aber ihr wollt bei Offenblende filmen. Das Ergebnis ist, dass alles überbelichtet ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine 1,2er Blende nehmen würde oder hier eine 1,8er Blende bei Tageslicht. Um das Licht zu reduzieren, das einfallende Licht, gibt es Filter. Und zwar, die nennen sich ND-Filter. So sieht das aus. Die gibt es in verschiedenen Stufen. Das hier ist jetzt ein ND8, dann gibt es ND16, ND32. Und die nehmen eurem Objektiv oder eurem Sensor quasi das Licht weg. Das bedeutet wiederum, wenn ihr aus der Fotografie kommt und ihr habt das mal gesehen, vielleicht ihr wollt ein Meer fotografieren, aber ihr wollt, dass das Wasser ganz seicht aussieht, dann könnt ihr so einen ND-Filter nutzen, ganz lange belichten und dadurch ist das Wasser quasi eine Ebene. Beim Filmen nutzen wir diese ND-Filter, um die Offenblende zu nutzen, um dadurch unseren Vordergrund vom Hintergrund zum Beispiel zu isolieren. Und das möchte ich euch jetzt anhand einer Blume zum Beispiel zeigen. Wir sind jetzt bei Tageslicht im Fotomodus und jetzt zeige ich euch mal den wesentlichen Unterschied. Ich nehme jetzt eine ISO von 100 und ich möchte gerne bei Offenblende ein Bild machen. Und da ist die Verschlusszeit eigentlich relativ egal. Ich habe hier eine Blume vor mir, nehme eine 200stel Verschlusszeit und das Bild ist korrekt belichtet bei Offenblende. Sieht wunderbar aus. Wenn ich jetzt in den Filmmodus gehe, dann nehme ich mal den gleichen Weißabgleich und ich möchte das Ganze jetzt aufnehmen in 4K mit 50 Bildern pro Sekunde. Das bedeutet, meine Verschlusszeit muss bei einer 100stel liegen. Ich möchte das Ganze aber aufnehmen mit einer 1,8er Blende. Ihr seht, die ISO kann ich natürlich auch reduzieren. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel ISO 160. Aber das Video ist immer noch überbelichtet. Und jetzt zeige ich euch mal, was passieren würde, wenn ich so einen ND-Filter vorhalte. Es wird zu dunkel, weil der ND-Filter, das ist jetzt ein ND8, der nimmt meinem Objektiv mehrere Blendenstufen weg. Das ist jetzt in dem Fall nicht ganz so tragisch, weil ich kann jetzt einfach wieder eine höhere ISO nehmen. Und dabei bleibt dann die Hintergrundunschärfe schön erhalten. Und jetzt mache ich mal ein Video, um euch das zu zeigen. Das ist ja ein Makroobjektiv, das heißt, ich kann sehr nah rangehen und dann meine Blume quasi aufnehmen. Ich kann jetzt die ISO auch nochmal um eine Stufe reduzieren. ISO 400, 1,8er Blende, eine 100stel Verschlusszeit. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was passiert, wenn ich den ND-Filter jetzt abmache. Dann würde nämlich das Videomaterial vollkommen überbelichtet sein. Und um das zu verhindern,
brauchen wir einen ND-Filter. Die ND-Filter, habe ich ja bereits gesagt, gibt es in verschiedenen Stufen. Manche ND-Filter nehmen eurem Objektiv oder eurem Sensor mehr Licht weg und manche eben weniger Licht. Da müsst ihr mal zum Beispiel auf Amazon gucken, gibt es ganz viele verschiedene Modelle und zwar auch in unterschiedlichen Größen. Das hier ist jetzt ein 52 mm Filter für das Canon RF 35 mm 1.8 Makro. Das Ganze demonstriere ich euch jetzt nochmal anhand eines Porträts. Hinter mir, da ist Susi und ihr seht, wir haben immer noch Tageslicht und ich habe jetzt hier die Canon EOS R5 mit dem 50 mm 1.2. Also wir haben eine sehr schnelle Blende, das heißt, es kommt sehr, sehr viel Licht durch das Objektiv durch und dadurch können wir natürlich eine sehr schöne Hintergrundunschärfe kreieren. Und wo ist das wichtig, wenn ihr zum Beispiel auf einer Veranstaltung seid und ihr führt ein Interview oder auf einer Messe und ihr möchtet verhindern, dass irgendwelche Leute im Hintergrund zu erkennen sind, weil, was weiß ich, weil die das nicht möchten oder ihr müsstet euch irgendwelche Nutzungsrechte holen oder ihr wollt einfach eine schöne Hintergrundunschärfe haben, weil vielleicht im Hintergrund irgendwie schöne Lampen hängen und das Ganze kreiert ja ein schönes Bokeh. Und deshalb wollen wir einen ND-Filter nutzen, um eben den Vordergrund vom Hintergrund zu isolieren. In dem Fall habe ich jetzt hier eine Person vor mir, 4K 50, das bedeutet, unsere Verschlusszeit muss bei einer Hundertstel liegen. Die ISO haben wir schon relativ weit unten, auf 100, manche Kameras können auch 80 oder ISO 50 und ihr seht, jetzt könnten wir mit einer 1,6er Blende filmen, 1,2er Blende wäre noch etwas überbelichtet, aber 1,4 auch, aber die 1,8er Blende schaut sehr gut aus. Und wenn ich jetzt hier oben auf Rekord tippe, seht ihr, der Mann im Hintergrund ist nicht zu erkennen, nur die Silhouette, das heißt kein Gesicht. Und wir können jetzt die Susi quasi aufnehmen, kommen ein Stückchen näher an die Kamera und haben den Hintergrund vollständig vom Vordergrund isoliert. Das hier ist noch eine andere Szene. Wir haben jetzt hier ein paar Blumen vor uns, einfach nur, um euch das nochmal zu demonstrieren. Wir haben nach wie vor die Canon EOS R6 im Betrieb mit dem 50 mm 1.2 und vorne den ND-Filter. Und Susi wird euch das jetzt mal zeigen. Wir haben den manuellen Fokus aktiviert. Das heißt, sie kann da so viel drücken, wie sie will, da wird nichts passieren. Wehre ich mir das Ganze mal und habe nur die Neigung aktiviert. Und ihr seht jetzt selber, mit den Einstellungen, die wir gerade haben, 4K 100 mit einer 1,2er Blende, ISO 800, sind wir viel zu weit überbelichtet. Aber wir können nach wie vor mit der 1,2er Blende filmen, indem wir uns die ISO nach unten ziehen. Und da probieren wir mal ISO 160 vielleicht. Ist etwas unterbelichtet. Wie wäre es mit ISO 250? Ja, das sieht gut aus. Und jetzt drehen wir uns vorne den Fokusring, bis das Ganze dann scharf ist. So, jetzt hat sie den Punkt überschritten, weil das war schon grün, jetzt ist es grün. Und dieser eine Punkt, den wir jetzt vorne ausgewählt haben, diesen weißen, den ihr hier die ganze Zeit seht, das ist jetzt unser Schärfepunkt. Ihr seht, die Blumen bewegen sich, deshalb kann es nicht die ganze Zeit scharf sein. Aber so in etwa stelle ich mir das vor. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Das heißt, wir können die ISO wieder reduzieren auf zum Beispiel 200. Das sieht schon besser aus. Und jetzt können wir mal auf Rekord tippen. Und dann können wir mal einen ganz leichten Schwenk machen. Und dann seht ihr, wie das Videomaterial ausschaut. Und jetzt filmen wir quasi mit einem Objektiv, mit einer sehr schnellen Blende, bei Offenblende, bei Tageslicht, mit einem ND-Filter, ohne dass das Videomaterial überbelichtet ist. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ihr ein Videostativ habt, weil das könnt ihr neigen und schwenken. Thema Vertikalfilmen wird bei vielen Leuten immer wichtiger, vor allem wenn es um Social Media geht, wie TikTok und Instagram oder YouTube Shorts. Hier habt ihr so eine L-Bracket. Ihr seht, das ist einfach, die heißt L-Bracket, weil sie aussieht wie ein L. Link natürlich in der Videobeschreibung, gibt es von ganz vielen Herstellern. Und die kann ich mir jetzt an meine Kamera machen. Ihr seht es ja auf der Unterseite, habe ich ein Stativgewinde, aber nicht an den Seiten. Das heißt, ich kann gar nicht anders vertikal filmen, außer ich habe so eine L-Bracket. Die setze ich dann unten drauf, dann gibt es das nötige Tool gleich unten mit, also wie so ein Art Schraubendreher und kann das Ganze dann auf ein Stativ packen. Übrigens ein kleiner Hinweis am Rande.
Bei Teleobjektiven habt ihr manchmal so eine Stativhalterung dabei, die lässt sich auch um 360 Grad drehen. Das bedeutet, wenn ihr sowieso nur ein Teleobjektiv habt, mit dem ihr vertikal filmen möchtet, könnt ihr das Ganze natürlich auch darüber regeln und braucht keine L-Bracket. Wer allerdings kein Teleobjektiv hat und mehr im Weitwinkel filmt oder zum Beispiel bei 35 mm oder 50 mm, der braucht wiederum so ein L-Bracket. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr coolen Thema, nämlich Slow Motion. Ich würde jetzt rein theoretisch mit euch zum Skatepark gehen, weil sich da viele Leute bewegen und das natürlich sehr cool ist, wenn sich Leute bewegen und ihr das Ganze in Slow Motion habt, wenn die Leute zum Beispiel mit ihrem Skateboard fahren oder ihren Inlinern und die machen coole Stunts. Mache ich heute nicht, weil ich schon so oft da war, dass ich einfach mal gesagt habe, heute machen wir das nicht. So, was ist bei Slow Motion wichtig? Je mehr Bilder pro Sekunde eure Kamera aufnehmen kann im Videomodus, das ist sehr wichtig, desto schöner sieht das Slow Motion aus. Manche Kameras, vor allem die älteren, ich hatte meine erste Kamera, das war eine Canon EOS 550D, die konnte schon Videos aufnehmen, allerdings nur in Full HD mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. 30 Bilder lang allerdings nicht für eine schöne Slow Motion. Es wird erst so langsam mit 60 Bildern, kriegt ihr es so langsam hin. Allerdings kann ich euch eher empfehlen, euch eine Kamera auszusuchen, die mindestens 100 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Das ist sehr wichtig. Ich habe jetzt hier vor mir die Canon EOS R5, die kann sogar in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Das heißt, wir können sehr schöne Slow-Motion-Aufnahmen machen. Und das gleiche Prinzip wie sonst vorher auch. Ich nehme jetzt in 4K 100 auf. Das heißt, unsere Verschlusszeit muss dementsprechend bei einer 200stel liegen. Was passiert, wenn ihr die Verschlusszeit nicht korrekt eingestellt habt, das seht ihr jetzt, ich habe hier vor kurzem meine Drohne aufgenommen und ihr seht, wenn ich zum Beispiel eine 1000stel Verschlusszeit nehme, dass ihr die einzelnen Propeller sehen könnt. Das ist natürlich sehr unnatürlich beim Filmen, deshalb ist es wichtig, dass ihr immer auf die korrekte Verschlusszeit achtet. Wir nehmen jetzt auf in 4K mit 100 Bildern pro Sekunde, das heißt die Verschlusszeit muss bei einer 200stel liegen. Die ISO stellen wir dementsprechend ein, was wir gleich mit der Blende machen. Will ich den Hintergrund scharf haben oder unscharf? Ich würde jetzt mich gleich entscheiden für eine 4er-Blende. Das heißt, ich glaube, ich brauche den ND-Filter gar nicht, aber wir schauen uns das jetzt mal an der Kamera an. Ich zeige euch jetzt mal Folgendes. Ich möchte jetzt hier mit einer 4er-Blende aufnehmen und Susi läuft gleich von vorne auf mich zu und das Ganze filmen wir dann in Slow Motion. Das heißt, wir gehen ins Menü. Das ist bei jeder Kamera ein bisschen anders aufgebaut, allerdings hier kann ich hohe Bildrate aktivieren und dann könnte ich noch in 4K aufnehmen oder in Full HD, um mir ein bisschen Daten zu sparen, das wird auch kein Problem sein. Und ob 4K oder Full HD, das spielt keine Rolle, wichtig ist nur, dass die Verschlusszeit stimmt. Maximum hier in Paul wären jetzt 100 Bilder pro Sekunde, das Ganze in 4K. Und das Ganze schauen wir uns dann mal an, ich zeige euch das mal, wenn ich auf Info klicke. Allein dieser kurze Clip hat schon 1,86 Gigabyte. Ich kann euch nur empfehlen, die meisten Kameras da draußen besitzen eine Zeitraffer-Funktion. Auch all die Smartphones, die aktuell auf dem Markt sind, irgendwie hat jedes Smartphone eine Zeitraffer-Funktion, entweder in der Kamera-App oder über andere Fremdhersteller-Apps, wie zum Beispiel, wenn ihr eintippt in eurem Play Store oder App Store, Zeitraffer oder Timelapse, werdet ihr immer wieder coole Apps finden, wo ihr alles einstellen könnt. Und ich bin jetzt hier mit der Canon EOS R5 und dem 70 bis 200 mm und ich möchte euch mal Folgendes zeigen. Warum ein Zeitraffer? Weil die Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Leuten nicht gerade die beste ist. Und wenn ihr zum Beispiel ein Video dreht, wie euer Haus gebaut wird, keiner schaut sich ein Video an, das eine Länge von 2 Jahren hat. Deshalb ist es wichtiger, wenn ihr zum Beispiel ein Haus zum Beispiel baut oder ihr baut euch ein Carport oder Dinge, die lange dauern, wenn ihr daraus einen Zeitraffer macht, sieht das am Ende deutlich spannender für den Betrachter aus. Und das Ganze, wie gesagt, funktioniert auch mit eurem Smartphone oder hier auch mit der Kamera, die ich jetzt vor mir habe. Und ich zeige euch mal ganz kurz, dass ihr da euren eigenen kreativen Weg wählen könnt, um das Ganze etwas spannender zu machen. Ich stehe hier extra an einer Straße, wo viele Autos vorbeifahren, weil ich mir einem
mal jetzt in die Trickkiste greifen möchte, was ihr hier alles machen könnt. Kommt mal rum. Bei Zeitraffer-Videos könnt ihr nämlich deutlich kreativer arbeiten, auch mit der Verschlusszeit der Blende und der ISO. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier finde ich die Zeitraffer-Funktion im roten Menü. Die kann ich jetzt aktivieren. Dann kann ich hier das Intervall festlegen. Das bedeutet, die Kamera macht in dem Fall jede 3 Sekunden ein Bild. Ich kann auch hier zum Beispiel Minuten festlegen oder auch Stunden. Wenn ihr ein Haus baut, würde ich eher wahrscheinlich so alle 5 bis 10 Minuten ein Bild machen. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr genügend Saft der Kamera gibt. Und in dem Fall fahren jetzt hier Autos vorbei. Das heißt, ich setze das Intervall bei 2 Sekunden, weil ja sich hier einiges bewegt. Dann könnte ich zum Beispiel 800 Bilder aufnehmen. Die 800 Bilder sind gemacht in 26 Minuten und 38 Sekunden. Und das würde final ein Video ergeben aus 32 Sekunden. Je länger etwas dauert, desto länger würde ich auch das Intervall stellen. Also wenn jetzt zum Beispiel Wolken vorbeiziehen, würde ich wahrscheinlich so 10 Sekunden nehmen als Intervall. Wenn ihr ein Haus baut, alle paar Minuten. Und wenn sich etwas bewegt, wie zum Beispiel eine Menschenmasse oder jetzt hier die Autos, habe ich halt ein Intervall von 2 Sekunden. Und jetzt seht ihr, es ist schon relativ dunkel und ich habe hier die ganzen Autos, die vorbeifahren. Und jetzt tatsächlich, ihr seht, das Video würde exportiert werden in 4K mit 25 Bildern pro Sekunde. Das heißt, rein theoretisch müssten wir eine 50. Verschlusszeit nehmen. Allerdings bei Zeitrafferaufnahmen könnt ihr gerne auch länger belichten. Und ich zeige euch auch gleich, warum das so cool aussieht. Denn dann seht ihr die Autos nur sehr verschwommen. Ihr seht es quasi wie so Lichtstreifen, die an euch vorbeifahren. Und davon will ich mich jetzt mal bedienen. Wir nehmen eine ISO von 320, nee, wir machen erstmal die Blende zu, damit das Ganze mehr Schärfe bekommt. Blende 4, ISO 640 und den Weißabgleich, den regle ich mir etwas nach unten, dass das Ganze nicht ganz so gelb hier ausschaut. Und dann fangen wir mal an, also eine 1/10 Sekunde Verschlusszeit. Den Autofokus habe ich jetzt ausgemacht und jetzt nehmen wir mal auf und gucken, was am Ende bei rauskommt. Kurze Sache zum manuellen Film. Es kann ja sein, dass ihr keine teuren Kameras zu Hause habt, um eure Filme zu drehen. Aber es kann sein, dass ihr zum Beispiel eine GoPro oder eine Insta360 nutzt für eure Videos. Und da gibt es übrigens auch manuelle Einstellungen, wer sich ein bisschen damit beschäftigen möchte. Zum einen können wir hier auf Manual gehen und haben dann die gleichen Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Verschlusszeit und die ISO. Und zum anderen können wir auch einen Bildstil festlegen. Also schaut ruhig mal rein in eure Actioncams. Die haben nämlich meistens auch die Einstellungsmöglichkeiten, so dass ihr auch manuell filmen könnt. Übrigens auch mit ND-Filter oder Polfilter. Eine Sache, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, ist folgende. Viele Kameras, ob das jetzt Sony, Canon, Nikon oder sonst wer ist, haben die Option, dass ihr in einem Log-Profil aufnehmen könnt. Das nennt sich bei Canon zum Beispiel C-Log. Und C-Log gibt euch ein etwas, na wie soll ich sagen, es sieht sehr ausgeblichen aus, das Bild, aber ihr habt dadurch die Möglichkeit, später deutlich mehr mit den Farben zu machen. Wer darüber mehr wissen möchte, wie er Color Grading betreiben möchte, am besten einfach mal bei YouTube zum Beispiel eingeben, C-Log Color Grading oder D-Log Color Grading oder S-Log Color Grading und ihr werdet jede Menge Möglichkeiten finden, dieses Material zu bearbeiten. Allerdings ändert sich hier einige Sachen. Zum Beispiel gibt es hier Minimum ISO, die ihr nutzen möchtet. Das zeige ich euch mal. Hier unten wird mir jetzt angezeigt Low, weil ich bei Canon mindestens ISO 400 nehmen soll, um eben die beste Dynamik zu haben. Das ist aber von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und kostet natürlich auch deutlich mehr Speicherplatz. Egal, welche Kamera ihr da draußen benutzt, ob das jetzt von Canon ist, von Nikon oder von Sony, sobald ihr anfangt zu filmen, werdet ihr eine Sache merken, die Akkus gehen schneller leer
als beim Fotografieren. Das liegt einfach daran, dass die Kamera permanent am Arbeiten ist und nicht nur ein Einzelbild macht. Deshalb unbedingt mindestens einen zweiten Akku zulegen. Und ich zeige euch nochmal eine coole Sache, die ich häufig dabei habe, wenn ich längere Shootings habe, zum Beispiel auf Hochzeiten oder ich brauche Mobilstrom, kann ich euch nur empfehlen, ist nicht ganz günstig, lohnt sich aber, wenn ihr vorhabt, mehr zu machen und auch, was weiß ich, Hochzeiten filmt oder lange Festivals oder sonst irgendwas. Das hier ist der Echo Flow, den gibt es in verschiedenen Größen. Das ist quasi eine riesengroße Powerbank, mit der ich Notebooks zum Beispiel aufladen kann. Hier ist ein Notebook, hier ist das andere Notebook. Ich kann Powerbanks aufladen, mein Akku, meine Actioncam, das iPad, die Drohne und so weiter und so fort. Ich habe hier vorne 6-mal USB, darunter 2-mal USB-C, auf der Rückseite 4 Steckdosen. Also ideal, wenn ihr unterwegs seid, Festivals, Hochzeiten oder sonst irgendwas, kann nie verkehrt sein. Gibt es auch in ganz vielen Versionen. Deutlich kleinere und auch deutlich größere. So, und ich habe mir jetzt überlegt, nachdem ihr jetzt im Grunde alles wisst, worauf es ankommt, welches Objektiv ihr braucht, welche Kamera ihr braucht, welches Stativ, welches Mikrofon, welche Toneinstellungen, was ihr bei Dunkelheit machen müsst, was müsst ihr machen, um einen unscharfen Hintergrund zu bekommen. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist, das Video quasi zusammenzuschneiden. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wir sind hier in Frankfurt. Wir nehmen einfach einmal ein paar Szenen für euch auf. Dann treffen wir uns zu Hause am Computer wieder. In dem Fall am Mac und schneiden so einen kleinen Kurzfilm, eine Minute vielleicht, mit Musik. Ich zeige euch auch noch, wo ihr GEMA-freie Musik hernehmen könnt für eure Videoprojekte. Das exportieren wir dann und das ist dann quasi unser fertiger Film, den wir zusammen aufgenommen haben, zusammen geschnitten haben. Und das könnte ja eine Inspiration für euch sein, den nächsten Urlaub vielleicht mal im Film aufzunehmen und nicht mehr nur mit Fotos. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen. Wir befinden uns auf dem Monitor von meinem MacBook und hier erstelle ich mir einen neuen Ordner. Den nenne ich zum Beispiel Summer in the City. So, das ist unser Projekt. Darin befinden sich dann gleich alle Projektdateien, die wir in Frankfurt zusammen aufgenommen haben. Und zwar schiebe ich mir die aus diesem Ordner hier raus. Das sind ganz viele Videodateien. Command A, Command C. Erstelle mir einen neuen Ordner, den nenne ich Clips, also, oder Videos oder Fotos, wie auch immer ihr den nennen möchtet. Den Ordner schiebe ich mal hier wieder raus. Und so arbeite ich im Grunde. Es gibt ganz viele Wege, wie ihr arbeiten könnt. Das ist einer von vielen. Ich erstelle mir noch einen neuen Ordner, den nenne ich Musik. Und jetzt geht es darum, dass ich euch ja gesagt habe, dass wir einen kleinen Clip zusammen machen möchten. Und der soll ungefähr eine Minute gehen. Der soll Summer in the City heißen. Und den wollen wir zusammen in Final Cut schneiden. Jetzt geht es als erstes darum, wo bekommt ihr die Musik dafür her? Ich befinde mich auf einer Plattform, die nennt sich epidemicsound.com. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr dem Link folgt und euch darüber anmeldet, bekomme ich eine kleine Provision. Vielen lieben Dank dafür. Auf epidemicsound.com gibt es sowas von viele cooler Tracks, die ihr nutzen könnt für Instagram, TikTok, YouTube, Rumble, Watch Better. Was auch immer ihr als Plattform benutzen möchtet. Und das ist GEMA-frei. Das heißt, ihr könnt die Musik einbauen, wie ihr möchtet, ihr könnt sie laufen lassen, wie ihr möchtet und ihr müsst dafür keine Lizenzgebühren zahlen. Das Einzige, was ihr zahlen müsst, ist eine kleine Abgabe an Epidemic Sound. Wenn ihr zum Beispiel Soundeffekte haben möchtet, die gibt es hier ebenfalls. Ihr seht, eine riesengroße Plattform. Ihr könnt dann auch danach suchen, ihr könnt sie abspielen lassen. So hört sich das in etwa an und hier unten könnt ihr die dann downloaden. Also eine sehr interessante Plattform. Ich liebe sie. Sehr, sehr coole Tracks. Würde ich auch privat hören. No joke. Also hier ist alles dabei, was das Herz begehrt. Ihr werdet hier auf jeden Fall fündig werden. Kleiner Tipp am Rande. Jetzt suchen wir uns quasi mal einen Track raus. Und ich sitze hier manchmal eine halbe Stunde, um nur ein Lied zu suchen.
Einfach, weil ich sage, nee, das passt besser zu meinem Video oder das andere passt besser zu meinem Video. Also verzweifelt nicht, wenn ihr nicht direkt fündig werdet, weil es vielleicht nicht euren Ton trifft oder den von eurem Kunden zum Beispiel. Die Songs, die wir uns zusammen gedownloadet haben, packe ich jetzt in diesen Ordner rein. Der nennt sich Musik und öffne Final Cut. Übrigens gibt es da draußen ganz viele Videoschnittprogramme. Ich bin ein Mac-User. Viele Mac-User würden jetzt zum Beispiel auch Adobe Premiere Pro nutzen oder DaVinci Resolve oder auch iMovie, was weiß ich, was es da draußen alles gibt. Ich habe mich für Final Cut entschieden, weil ich mit Final Cut nicht an meine Grenzen stoße. Viele sagen ja, ach, das Programm kann nicht alles, was Premiere Pro kann zum Beispiel. Sehe ich in dem Fall nicht. Ich kann vieles machen. Ich habe auch noch nie gesagt, ach, das könnte ich noch nicht machen. Und vor allem funktioniert das Rendering deutlich schneller als in Adobe, für die ich ja monatlich bezahlen muss. Final Cut habe ich über meine Apple ID gekauft und das Ganze vor knapp 10 Jahren und ich kriege permanent Updates und das war eine einmalige Sache, also für mich sehr lohnenswert. Das erste, was ihr machen müsst, geht oben auf Ablage, erstellt eine neue Mediathek, sucht euch den Ordner raus, den wir zusammen erstellt haben, Summer in the City zum Beispiel, und nennt das Ganze dann Summer in the City. Zum Beispiel, das könnt ihr nennen, wie ihr möchtet. Der nächste Schritt ist der entscheidende. Jetzt erstellt ihr einen neuen Projektnamen. Entweder drückt ihr Command N oder ihr geht oben auf Ablage, Neu und Projekt. Hier ist es sehr wichtig, festzulegen, was für ein Projekt das sein soll. Es gibt übrigens tausende Videos auf YouTube oder Rumble, wo auch immer ihr am liebsten schaut, die euch genau erklären, wie Final Cut funktioniert. So ins Detail möchte ich jetzt nicht gehen, ich möchte euch nur sagen, worauf es ankommt. Diesem Projekt gebt ihr zum Beispiel denselben Namen, Summer in the City, und jetzt ist es wichtig festzulegen, was das für ein Video sein soll. Soll es ein vertikales Video sein? Zum Beispiel, wenn ihr alles vertikal filmt, dann wäre vertikal gar nicht so schlecht, weil das ist zum Beispiel für Instagram, TikTok, YouTube Shorts und so weiter und so fort. Quadratisch, zum Beispiel für Instagram. Ist es eine 360-Grad-Datei, habt ihr in 8K, 5K, 4K, 2K aufgenommen oder zum Beispiel in HD, dann könnt ihr hier unten die Bildrate festlegen. Ich habe ja in 4K aufgenommen mit 50 Bildern pro Sekunde. Und so erstelle ich mir dann meine Projektdatei. Hier oben Summer in the City abgekürzt. Hier ist meine Musik, hier sind meine Clips und die schiebe ich mir jetzt auf das Datum drauf. Dateien werden importiert und ich habe ja gesagt, das Ganze soll ungefähr eine Minute dauern, der Clip. Jetzt suche ich mir die passenden Stellen raus, die ich gerne hätte von der Musik. Das heißt, ich tippe einfach auf meinen Musikordner drauf, dann mit der Maus einmal auf einen Track und tippe dann auf die Leertaste. Ich mache das Ganze mal etwas größer für euch. Ich glaube, ich nehme diesen Track hier, der ist nicht ganz zu hart, da sind ein paar... Das ist was Chilliges einfach. Ich habe mir einfach mal 4 gedownloadet und habe mich jetzt für diesen hier entschieden. Ich könnte mir den komplett runterziehen, einfach mit der Maus. Ihr seht, hier greift jetzt quasi die Maus, dann nehme ich die linke Maustaste und ziehe mir einfach die Musik hier nach unten. Oder ich setze mir zum Beispiel einen Inpoint, wo ich sage, okay, ab hier möchte ich sie, deshalb tippe ich I. Und ihr seht, der Rand der gelben Linie hat sich jetzt verschoben. Und hier O, einen Outpoint, und dann nehme ich genau nur das, was sich in diesem kleinen gelben Kasten hier befindet. Ich höre aber nochmal rein, welche Stelle mir besonders gut gefällt. Ich möchte hier so einen leichten Anfang mit drin haben. Ihr seht ja, hier ist die Musik nicht ganz so laut wie hier. Hier sind mehrere Beats hintereinander und ich fange den Track ab hier an, tippe also I. Dann ziehe ich ihn mir nach unten und ihr seht, so wie er jetzt hier wäre, würde er eine Minute und ein bisschen über 30 Sekunden dauern. Er ist noch gelb markiert, deshalb könnt ihr hinten an den Rand gehen
Und dann verändert sich das Maussymbol von einem Pfeil zu so einer kleinen Filmrolle hier unten oder zu so einer Leiter. Und die könnt ihr euch dann auf die passende Länge trimmen. Das mache ich jetzt mal und sage, ja, ich möchte gern eine Minute haben. Und ihr seht jetzt hier zwischen auch immer, hier steht jetzt eine Minute, dann 0, 0 und 10. Wenn ich jetzt weiter nach außen ziehe, 15, 21, 27, das sind die einzelnen Frames, also die Bilder pro Sekunde. Ich möchte ihn ja genau eine Minute lang haben oder knapp unter einer Minute, das geht auch. Der würde jetzt 59 Sekunden und 48 Frames gehen, dieser Clip. Dann gibt es etwas, ich zeige euch das mal, ich ziehe mir diese Filmrolle mal etwas nach oben, damit ihr das Audio besser erkennen könnt. Und zwar, wenn ihr die Maustaste dort ansetzt, wo quasi die Musik anfängt, schaut mal genau hin, dann entstehen da zwei Pfeile. Und da könnt ihr mit der linken Maustaste mal so machen, dann bekommt ihr nämlich einen Übergang von ganz ruhig zu etwas lauter. Und um den ganzen Clip dann auch zu beenden, gehe ich ans Ende, suche mir wieder diese zwei Pfeile, die nach links und nach rechts schauen, und mache dasselbe hier. Dann endet der Clip nämlich auch etwas ruhiger, als er angefangen hat. Ihr könnt das auch noch ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Ich sage jetzt 4 Sekunden. Dann wird die Musik etwas ruhiger. Und ihr seht, das ist ein Ticken zu hell, obwohl es ihr 0 Dezibel anzeigt. Das heißt, ich wähle den Clip aus, gehe hier oben rechts auf diesen Lautsprecher und tippe dann zum Beispiel ein, wir ziehen jetzt die Musik ein bisschen nach unten, ihr seht, das wird jetzt immer leiser. Ich kann das auch manuell machen, ich sage einfach mal -3 Dezibel. Dann habt ihr das mal gesehen. Es gibt, wie gesagt, ganz viele Videos auf Final Cut, die euch genau zeigen, wo was ist, wie ihr was erreichen könnt und so weiter und so fort. Ich möchte euch nur zeigen, wie man die Grundkenntnisse anwendet, um hier ein Video zu schneiden. Ich ziehe mir das wieder nach unten und gehe hiermit etwas in die Länge, damit ich den ganzen Clip unten sehe. Der dauert jetzt eine Minute. Und das ist jetzt die Musik quasi, die ich als Basis festgelegt habe für diesen Clip. Auf Leertaste kann ich immer weitermachen. Und diese Linie hier, die ist ganz entscheidend, denn alles, was ihr mit dieser Linie macht oder auf dieser Linie macht, damit markiert ihr, also indem ihr quasi zum Beispiel hier drauf tippt, und alles, was ihr an dieser Stelle macht, zum Beispiel schneiden, wird von dieser Linie ausgemacht. Wenn ich zum Beispiel die Taste B drücke, wird ab dieser Linie geschnitten und ich kann mir den Clip zum Beispiel teilen als Beispiel. Wenn ich das rückgängig machen möchte, Command Z. Und dann ist es wieder ein Clip. So, wir haben jetzt hier jede Menge Clips aufgenommen. Das sind sie. Und daraus möchte ich einen Kurzfilm erstellen. Ja, fangen wir doch hier an mit dem Flair. Das finde ich ganz schön. Da hat der Fokus ein bisschen gepumpt. Das fand ich nicht so schön. Das hier mit dem Fahrrad finde ich toll. Ich setze mir hier meinen Inpoint, hier meinen Outpoint, also I und O. Und dann könnt ihr Umschalt 2 drücken, um diesen Clip nach unten zu ziehen, ohne die Audiospur. Weil ich möchte jetzt hier kein Audio dabei haben. Falls ihr doch Audio dabei haben möchtet, könnt ihr einfach wieder Umschalt 1 tippen. Dann zieht ihr das nach unten und der Clip hat dann Audio. Das seht ihr hier unten, weil hier diese kleinen Wellenlinien sind. Und wenn ihr kein Audio möchtet, Umschalt 2. Wenn ihr wissen möchtet, wo sich die Umschalttaste befindet auf eurer Tastatur, gebt einfach mal bei Google Bilder ein, zum Beispiel Umschalttaste Tastatur, und dann wird es euch gezeigt. Die ganzen Shortcuts sind sehr wichtig, weil ihr einfach dadurch viel schneller arbeiten könnt. So könnte der Clip quasi bei uns anfangen. Das hier ist jetzt ein 4K-Clip mit 50 Bildern pro Sekunde.
Finde ich persönlich sehr passend, um das Ganze einzuleiten. Wir haben das Ganze natürlich auch mit Ton aufgenommen. Aber ich möchte jetzt das Video mit dieser Audiospur hier gerne haben. Und ich ziehe mir den Clip jetzt so, wie ich ihn haben möchte. Übrigens, hier unten ist ein Magnet. Das heißt, der orientiert sich häufig an dieser Schnittlinie hier. Ihr seht, das rastet jetzt hier ein. Wenn ich die Schnittlinie jetzt nach hier setze, rastet er hier ein. Und um diesen Magneten, falls ihr das nicht möchtet, einrasten, einmal draufdrücken oder ihr tippt N. Dann geht der Magnet auch an oder aus. Jetzt ist er zum Beispiel aus und jetzt rastet hier nichts mehr an dieser Linie ein. So, ich suche mir jetzt die passende Stelle raus. Ich finde es hier mit dem Fahrrad eigentlich ganz interessant. Und mach so. So, ich will nur die Bewegung mit drin haben, quasi bis ich den ganzen Weg sehe. Dieser Clip würde jetzt 4 Sekunden dauern und 46 Frames. Dann tippt ihr mal auf A und zieht euch den Clip wieder nach vorne. A wie anfassen zum Beispiel. Dann fand ich das hier mit der Sonne ganz schön. Den ziehe ich mir auch nach unten. Guckt, dass da kein Fokus pumpt, so wie hier. Ihr seht es, das ist nicht ganz so schön. Deshalb könnt ihr, wenn ihr im Gegenlicht filmt, auch gerne den Autofokus mal ausschalten. Ich tippe mir N, weil dieser Clip hier andocken soll. Also der Magnet. Bumm, da dockt er an. So, und jetzt suche ich mir noch einfach ein paar andere Stellen raus, die ich schön finde. Die irgendwie dazu passen. Summer in the City. Frankfurt ist ja eine Stadt, beziehungsweise hier sind ein paar Clips aus Offenbach. Die könnte ich auch mir runterziehen. Das geht mir ein bisschen zu schnell, um ehrlich zu sein. Ne, der ist mir ein Ticken zu schnell gewesen, wie sie dort steht. Manchmal ist es auch ganz toll, dann einfach ein paar Details noch mit aufzunehmen. Ihr habt hier das einmal als Ganzes und hier habe ich nur ihr Gesicht drauf. Den schneide ich mir noch ein bisschen zurecht. Ihr könnt es hier unten auch noch größer machen, die Linie, auf der ihr schneidet. Und um diesen Clip jetzt euch anzuschauen, einfach mal von Anfang an drauf tippen auf die Leertaste. Jetzt fängt es draußen an zu regnen, also nicht wundern. Ich hoffe, ihr hört das nicht ganz so stark. Vorne, das ist mir ein Ticken zu lang. Aber ich habe hier noch gesehen, wir haben hier noch so einen Baum aufgenommen, auch mit Sonne. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen too much ist. Oder ich nehme hier sowas noch. Den kann ich mir einfach oben drauf setzen. Und der verdeckt jetzt quasi ab hier den Clip da unten drunter. Ich zeige euch das mal. Um Daten zu sparen, kann ich B drücken. Das hier ist das Schneidesymbol und kann mir den Clip unten auch markieren. Der wird dann gelb und tippe dann quasi Backslash und lösche den einfach weg. So, das sieht schon mal sehr interessant aus. Summer in the City, ja klar, dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar bewegte Sachen. Hier die Straßenbahn, kann ich mir nach unten ziehen und ihr seht, wir haben ja den Magneten eingeschaltet, also das Einrasten. Und der würde jetzt zuerst an dieser Linie hier aufhören, aber ihr seht, ihr habt dazwischen eine leere Stelle, also hier ist kein Videomaterial. Deshalb achtet immer darauf, dass die Clips aneinander andocken oder halt überlappen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unten eine Leerstelle hätte, dass dann wenigstens ein anderer Clip hier oben drauf liegt, damit ihr kein schwarzes Bild habt. Das ist sehr schön mit den Wolkenkratzern hier, da ziehe ich mir den auch nochmal runter. Da
Das hier fand ich schön. Aber ich fange erst ab hier an. Ich will das mehr, dass die Hochhäuser direkt mit drauf sind. Es ging mir ein Ticken zu schnell. Ich ziehe mir den nochmal nach vorne und kürze den von vorne. Oder ich habe das als Ganzes drauf. Ach, das könnte was Schönes für das Ende sein. Den kann ich mir auch schon mal hier hinten hinlegen. Und mal sehen, was noch Schönes dabei ist hier mit dem Boot. Da ist leider ein bisschen viel Gewackel dabei, weil es nicht mit dem Stativ aufgenommen worden ist. Gucken wir mal, wie der Clip aussieht. Ab hier sage ich, ist es mir schon wieder zu lang. Der Betrachter, der will Abwechslung. Ich tippe die Taste B, schneide mir diesen Teil hier weg, lösche ihn. Alternativ könnt ihr ihn auch hier hinten anpacken und einfach drimmen. So, dann ziehe ich mir noch ein paar Stellen nach unten. Aktuell geht der Clip schon knapp 36 Sekunden. Hier ist noch eine schöne Szene, die könnte ich auch noch mit einbauen. Die ziehe ich mir nach hinten. Das hier ist so eine Art Making-of, warum nicht? So, und ihr seht, ihr könnt die Clips auch übereinander legen, wie ihr wollt. Dann geht halt immer der aktive Clip, den ihr hier seht, dann in den anderen über. Ich zeige euch das mal. Ich jetzt noch einen Clip nehmen würde, zum Beispiel diesen hier, und setze den da oben drauf oder an den Anfang. Dann sieht das so aus. Und übrigens, diese ganzen Schnittprogramme, die haben ungefähr dasselbe Arbeitsprinzip. Die sind jetzt keine, das ist jetzt nicht eine neue Raketenwissenschaft oder da wird jetzt kein neues Rad erfunden. Die funktionieren ungefähr alle nach demselben Prinzip. Dem einen gefällt eben das besser, der andere hat vielleicht ein anderes Betriebssystem und kann sowieso nur das nutzen. Ich habe halt Mac, ich kann hier auch Premiere als auch Final Cut nutzen. Final Cut gibt es, glaube ich, nicht für Windows. Ich finde die Stelle noch ganz schön, die baue ich mir noch ein und schau mal, wie das dann aussieht. Sehr schön und ihr seht, am Ende wird die Musik auch wieder ruhiger. Und ich möchte natürlich, dass dieser Clip jetzt hier übergeht ins Dunkle. Das heißt, ungefähr in der Mitte markiere ich ihn mir, gehe hier oben drauf, sage Deckkraft soll bis zu dieser Stelle bei 100% liegen. Da setze ich mir quasi einen Punkt. Dann gehe ich an den letzten Frame von diesem Clip, setze mir wieder einen Punkt und ziehe die Deckkraft nach unten. Das bedeutet, von hier bis hier geht der Clip dann mit der Musik ins Dunkle. Das mache ich ebenfalls für den Anfang. Ich gehe quasi auf den ersten Clip, sage aber, die Deckkraft fängt bei 0 an und geht nach 100%. Jetzt möchte ich mir hier noch einen Titel hinzufügen. Hier gibt es auch vorgefertigte. Wo finde ich die zum Beispiel? Titel, Aufzählung, Bewegung, dramatisch. Also vieles vorgefertigtes. Darauf möchte ich jetzt nicht zurückgreifen. Ich tippe hier oben ein, eigene. Ziehe den mir runter. Das ist quasi einfach ein Titel. Trimm den mir auf die Länge von diesem Clip hier als Beispiel. Und ihr seht jetzt nichts, weil es in der Mitte ist und das Ganze ist in weiß. Jetzt schreibe ich mir hier einen Text rein. Hier oben ändert sich dann auch das Feld. Ihr seht das. Zack, zack, zack. Das ist jetzt hier Basic Stuff. Summer in the City. Den ziehe ich mir hier schön in die Mitte. Dann erscheint hier auch quasi das Kreuz. Das hier ist jetzt die Mitte. Das ist jetzt die Mitte von dem Clip. Dann erscheinen zwei Linien, die sich kreuzen. Und dann kann ich hier unten zum Beispiel festlegen, welche Farbe
diese Schrift haben soll. Jetzt könnt ihr es auch lesen. Ah, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ihr habt ja auch noch viel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt die Deckkraft verändern. Könnt euch hier dieser ganzen Farbpaletten bedienen. Und jetzt wähle ich eine schöne Schrift aus, die dazu passt. Hier zum Beispiel Summer in the City. Dann kann ich mir das noch größer machen quasi. Passt das wieder in die Mitte an. Da gibt es nur eine Dicke von der Schrift. Ich könnte mir allerdings noch eine Kontur setzen, damit diese Schrift besser lesbar ist. Man könnte zum Beispiel sagen, ah, vielleicht schwarz oder weiß. Weiß passt mir eigentlich hier ganz gut. Ich könnte dieser Kontur auch noch mehr Dicke geben. So, sieht eigentlich ganz cool aus. Schauen wir mal rein. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was ihr in Final Cut machen könnt. Ihr habt gesehen, das hat jetzt hier 10 Minuten gedauert, die Clips aneinander zu reihen, ein bisschen die Clips anzupassen, zu schneiden. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, Color Grading zu machen, Texte hinzuzufügen, Animationen, wie auch immer. Ich habe mir hier zum Beispiel was gekauft, um, was weiß ich, Intros zu haben. Das könnt ihr mir hier zum Beispiel draufsetzen als Beispiel. So schaut das Ganze dann aus. Verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung von FX Factory. Sehr cool, ihr könnt hier euer Bild reinpacken, ihr könnt den Text ändern, euer Logo hinzufügen, ihr könnt Musik drunter hinzufügen, wie auch immer. Sehr geiles Zeug, ich zeige euch hier noch was. So könnte sowas ausschauen. Und wie gesagt, ich kann mir hier auch noch was hinzufügen. Das hier ist jetzt von Pixel Film Studios. Das sieht auch sehr cool aus. Und zwar habe ich mir so ein Social Media Pack gekauft und möchte jetzt zum Beispiel noch hinzufügen, dass ihr mir folgen sollt auf YouTube. Subscribe. Und das möchte ich hier irgendwo reinfügen und ihr seht jetzt auch gleich die Animation. Moment. Also es gibt ganz viele vorgefertigte Presets, kann ich euch empfehlen. Als Beispiel, dann habt ihr schon eine Animation, um die ihr euch nicht kümmern müsst. Und am Schluss exportiert ihr den Clip. Dazu tippt ihr oben rechts in diese Ecke, wo dieser Kasten ist mit dem Pfeil nach außen. Das Ganze exportieren wir uns in 4K oder Full HD, wie ihr möchtet. Ich exportiere es in 4K. Hier ist jetzt der Clip-Name. Hier könnte ich mir noch eine Beschreibung reinpacken. Videoaufnahmen aus Frankfurt im Sommer 2022. Ersteller Daniel, das bin ich. Text, die Texte können übrigens auch von Plattformen wie YouTube gelesen werden. Summer in the City Frankfurt am Main 2022 Canon EOS R5. Dieser Clip dauert eine Minute, also hier 59 Sekunden und 48 Frames. Wir exportieren den in 4K mit 50 Bildern pro Sekunde. Und der hat dann eine gesamte Größe von 376,7 MB. Den exportiere ich mir jetzt zum Beispiel auf meinen Schreibtisch. Das kann einen Augenblick dauern. Schaut auf jeden Fall, bevor ihr einen Clip exportiert, dass hier oben nichts mehr am Laufen ist, keine Hintergrundprozesse mehr. Aktuell findet ein Hintergrundprozess statt, weil wir den Clip natürlich exportieren. Aber wenn ihr den exportiert und ihr habt zum Beispiel Schriften drin, kann es sein, dass zum Beispiel ein Buchstabe fehlt, hier ein Übergang ist nicht mit drin oder der Ton hört sich irgendwie komisch an. Guckt also, dass das hier oben nichts mehr macht. Jetzt wurde der Clip erfolgreich exportiert. Der befindet sich hier auf meinem Desktop. Den schauen wir uns mal zusammen an. Thank you.
So schaut das Ganze dann aus. Ja, ihr Lieben, das soll es tatsächlich gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einiges dazulernen. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, gerne als Kommentar unter dieses Video. Wer spezielle Fragen hat, zum Beispiel, wie sieht das nochmal mit dem Crop-Faktor aus? Wie kann ich das in Final Cut machen? Ist das wirklich so mit der Brennweite? Wo sind die Vorteile von einem Kleinbildsensor? Was ist der Unterschied zwischen APS-C und Kleinbildsensor? Es gibt so viele Videos und Artikel da draußen im Internet. Schaut es euch speziell an. Das war jetzt hier quasi so eine eierlegende Wollmilchsau. Ich habe angefangen, euch zu zeigen, welche Kamera ihr nutzen könnt, welches Stativ ihr braucht, welchen Gimbal, welches Mikrofon, welche Einstellungen. Wir haben am Ende einen kleinen Clip zusammengeschnitten und das soll es gewesen sein. Wenn ihr meinen Kanal aktiv unterstützen möchtet, kauft gerne die Speicherkarte zum Beispiel über den Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt mich auch supporten, indem ihr mein Notebook zum Beispiel kauft, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Folgt mir auf jeden Fall auf TikTok, auf Instagram, abonniert den Kanal und natürlich einen Daumen hoch, der kostet nichts. Und wer meinen Kanal noch mehr unterstützen möchte, vielen Dank dafür, kann da unten so ein auf Super Thanks klicken und eine kleine Spende da lassen. Also ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wer irgendwo einen Fehler entdeckt hat, schreibt es gerne unten drunter. Konstruktive Kritik nehme ich natürlich auch gern an. Bis dahin alles Liebe und ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, euren ersten Clip zusammenzuschneiden mit den richtigen Einstellungen, mit der richtigen Kamera und wenn es am Ende nur euer Smartphone ist. Alles Liebe, toi toi toi. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ach ja, falls ihr mehr solche Videos haben möchtet, lasst gerne einen Kommentar da. In Zukunft wird es auch mehr Tutorials geben und auch wieder mehr Reviews. Bis Oktober bin ich etwas busy. Danach habe ich einen kleinen Ticken mehr Zeit. Und ja, alles Liebe und bis ganz bald. Ciao, ciao.